Hallöchen und wunderschönen guten Abend zum GameTube-Montagstream heute mit Martin Moin. und Fritz, der gleichzeitig Regisseur ist. Hallo und versucht hier die Lautstärken einzustellen und Starke hofft, dass er es Sache. richtig eingestellt hat. Hallo, auch an euch da draußen. Ohne euch wäre das hier vergleichsweise sinnlos. Ist schon einiges los im Chat. Hier haben wir auch schon das erste Abo von Hansol007. Herzlichen Dank für 21 Monate. Midokin259 ist auch schon am Start. Und viele, viele bekannte Gesichter, Sharky Girl, Taskete, Smisaki und so weiter. Ninja, Herr Dünsch, ist es nicht der, der Dünsch als Namen hat? Commander Gamer und so weiter. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute einen kleinen bunten Nachmittag bzw. Abend für euch, wobei das bei der Zeitumstellung immer ein bisschen schwierig ist, das einzuordnen. Gerade war es noch Nachmittag, jetzt ist schon wieder 8:30. War es bei euch auch so hell vorhin noch mit dem Schnee? Es war hier voll der Schneesturm. Ja, Das ja. war vor allem. Aber es war bei uns Abendessenszeit und da sind wir es normal gewohnt, dass draußen dunkel ist und Licht an. Und dann war es erstens noch hell und dann war auch noch der Schnee und dadurch war es doppelt hell und irgendwie war es so, hä? Aber es hat jetzt durch die Zeitumstellung eben, das ist halt echt geil. So plötzlich ist es nicht irgendwie schon dunkel abends, sondern es ist echt ganz Darf angenehm. man heute noch sagen, Zeitumstellung geil? Ich glaube, die meisten haben sich doch mittlerweile darauf eingeschossen, dass es das Schlimmste seit. Ja, es nervt ja auch. Also der Akt der Zeitumstellung an sich nervt, aber jetzt gerade heute ist es geil, dass es halt noch nicht so lange Ich dunkel finde ist. es Aber cool. kriegt man das wirklich so doll mit? Also ich krieg das gar nicht, ich Du habe das vielleicht nicht. ja gar nicht mitbekommen. Also Ich krieg ja, das es schon geht mit. so. Aber wenn du natürlich irgendwie schon auf die Zeit direkt angewiesen bist, dann kann das schon nerven. Irgendwie. Auf die eine Stunde meinst du jetzt, oder? Ja, also wenn du halt zu einer bestimmten Zeit immer jetzt. Und dann ist halt dann plötzlich, schläfst du halt eine Stunde weniger oder so. Dann kann das schon nerven. Ach so. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen so alle halbe Jahr mal so ein, ne, wie so eine Irritation, die wieder ein bisschen was reinbringt ins Leben. Sonst wäre es Fühlt ja man noch total was? langweilig. Ja, da fühlst du dich einen Tag, und wenn es nur der Hass auf die Zeitumstellung ist. Da bist du noch am Leben. Ne? Okay. Na gut, na gut, na gut. Vor allem konntest du dann heute die Zeitumstellung und den Streik hassen. Da Die dürfen ja nicht Zeitumstellung hat man Leute, gestern gehasst. na, heute schon auch noch. Oh, das ist der erste Arbeitstag. Und oh Gott, und Okay. jetzt kriegt hier einer wohl ja wohl genug Geld, wenn der meinen Bus fahren muss und meine U-Bahn. Das gibt's ja wohl nicht. Und ich komme nicht zur Arbeit. Scheiße. Naja. Muss da Und einer von diese. euch weiter zur Arbeit? Nein, Homeoffice halt. Wir bauen aber diese Strommänner hier auf. Gibt's? Mich fährt hier keiner vom Wohnzimmer ins Büro zur Arbeit. Kann ich dein Sohn irgendwie mit so einem Bobbycar? Ja, der kommt immer ungefragt hier rein in den Bobbycar. Will irgendwas. Aber der kriegt ja auch Ja, kein dass der nicht Geld. mal dahin fährt, so, dass der nicht irgendwie da einlädt, in den Kofferraum setzt und dann darüber fährt oder so. Ich weiß nicht, ob das Bobbycar das aushält. Aber es sind recht robust, die Dinge. Ja, wir können auch was. Was haben wir heute vor? Wir machen einen bunten Abend, wie gesagt. Wir haben drei Programmpunkte oder mehr, je nachdem. Jetzt sind wir schon beim Pass auf die Zeitumstellung angelangt. Wir wollen ein bisschen über das Konzert bzw. das große GameStar and Friends Community Treffen vom Samstag sprechen hier in München im Feuerwerk, wo ich da war mit meiner Band und Fritz da war und Martin nicht da war, Michi auch nicht, aber viele, viele liebe Kollegen und Bekannte und viele von euch auch, was mich sehr gefreut hat. Wir durften Hände schütteln, wir durften Fotos machen und es war alles ganz wundervoll. Da werden wir dann nachher auch ein paar Bilder noch zeigen, und können das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, Jules macht heute Ähnliches in seinem Stream. Der macht auch RL-Stream, hat er gesagt. Ja, ich habe ihn schon gefragt, ob er mitmachen will, aber der, ne, der hat irgendwie, der redet halt lieber mit seinen Fans. Ja, dann Jetzt, machst wo du das das mit gemeinsame Juwelier. Konzert vorbei ist, können wir eigentlich mal mit dem Gedisse anfangen, oder? Also ehrlich gesagt, es wäre echt schön gewesen, aber Jules musste halt unbedingt auch mit dabei sein. Nein. Nee, es war schon sehr cool. Und wir sind sehr stolz auf das ganze Ding. Ja, was ist danach geboten? Martin, du hattest noch irgendeine Überraschung für uns? Ja. Das wird schon wieder völlig überhöht. Ich habe letztens in einem anderen Stream oder es war ein YouTube-Video von einem Stream was gesehen, was mir ganz gut gefallen hat. Und das will ich mit euch gern gemeinsam machen. Ich habe das hier ein bisschen vorbereitet und ihr wisst nicht, was es Steuererklärung. ist. Ja, das müssten wir echt mal Martin ist machen schwanger, gemeinsam. ja, ein süßes Geheimnis unter dem Herzen. Lass mich raten, ein Dark Souls-Charakter Sheet Optimizer. Ja, also ich weiß ja, was ihr mögt, so ist es nicht. Ach, Nein, also Jules, dann hättest du das fand ich uns ganz cool, was die da ganz kurz, gemacht wenn ich. haben. Das Entschuldigung, wenn ich dich war auch im unterbreche. Bereich. Stopp, stopp, stopp. Ich darf dich kurz unterbrechen. Jules ist anscheinend mit seiner Community im Restaurant und lässt da die Webcam mitlaufen. Ah, okay. Da gucke ich doch jetzt gleich mal rein. Vielleicht können wir da auch live on tape mal oder live mal reinschauen, was der so macht. 47 Leute sehen ihm zu, wie er isst. Ach, tatsächlich, schau an.
dann. Ja, okay, Entschuldigung, red gerne weiter. Ja, also, das fand ich in dem Stream ganz schön. Das war ein Kanal, der über Brettspiele spricht. Und das dachte ich, das können wir auch ähnlich machen hier für uns mit Computerspielen. Und ihr wisst noch nicht, was es ist. Und die Zuschauer wissen auch noch nicht, was es ist. Und ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht findet ihr es auch total scheiße. Und dann brechen wir das nach 10 Minuten ab und alle sind sauer. Gucken wir mal. Das wird interessant. Nein, es war ein Format, was halt eben in dem Brettspielkanal gemacht wurde. Und ich dachte, das geht auch für uns und das geht auch mit Computerspielen in diesem Fall. Ich habe übrigens mal ich hab mal die Webcam dazugeschaltet von Julius. Ja. So sieht es da aktuell aus. Wo mögen die sein? In welchem Restaurant? Kann man das erkennen? Ich dachte, man einigt sich auf Ketchup. Aber die, wenn man wenigstens aus dem Fenster schauen könnte, dass man da ein bisschen was raten könnte. Aber nee. Die Kamera stellt sich halt immer wieder unscharf. Ich glaube, es ist eine Webcam. Wahrscheinlich. Furchtbar, oder? Immer muss er im Bild sein. Furchtbar. Aber er hat es gleich gemacht. Mojita ist das davon, oder? Irgendwas mit Brot. Mensch, so ist es anderen Leuten beim Leben zuzugucken. Wahnsinn. 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 Jetzt weiß ich, warum RTL 2 nur noch aus sowas besteht. Der Eike hat gerade resubbed. Vielen Dank, Eike. Vielen Dank, Aimbots, für deinen Resub. 25 Monate schon. Daniel hört man nicht mehr. Warte mal kurz. Ja. Was? So, jetzt hört man Daniel wieder. Hallo? Sag mal was. Hallo, hallo. Ah, ja, ja. Du bist hier auf einem anderen. Du bist hier auf einem anderen Eingang. Ja, weil wir 5 Sekunden vorm Stream-Anfang nochmal alles umgebaut haben. Ganzes Geoguessing für die Cuts. Mussten wir hier noch ein bisschen umbasteln. Genau. Naja. Ja, okay. Ja. Ich könnte natürlich jetzt mal ich frage jetzt mal. Ja. Ich frage jetzt mal bei Jules im Chat, wo die gerade essen. Jules Stream? Ja. Warte mal, ich kann den Jules Stream auch mal laut machen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Da hört man nur ganz, ganz leise. Ich glaube, das ist hier nicht drauf. Das könnt ihr nicht hören. Das kann ich jetzt auf dem System, was ich hier so eingerichtet habe, weil ich nachher Martin Sachen zeigen will, kann ich euch den Ton hier nicht geben. Das geht ja nicht. Das ist ja auch, das sind ja auch andere Leute, die sind nicht interessant. Das ist eh schlimm. Also. Ihr müsst euch vorstellen, dass sie ganz viele Witze erzählen, weil Jules lacht die ganze Zeit. Also ich tippe mal. Der ist, glaube ich, gerade gecheckt, was ich geschrieben habe. Ach so, hinter der Kamera hatte ich sonst gesagt, sitzt jemand mit einem lustigen Witzebuch und liest die besten Witze von 2022 vor. Also rechts ist es der Pole, glaube ich, der Streamer. Mit dem das kann sein, ja, ja, das kann sein. Hm? Und der Herr mit den, der gerade auf dieser Blüte herumkaut in der Mitte, der kommt ja abgekannt vor irgendwie. Ja, stimmt, das sieht wirklich so aus. Das ist ein Vegetarier. Dann links hinten auf der Bank, neben dem mit der Blüte, das ist Michi vor 15 Jahren. Da ist Michi, also der ist per Zeitreise zurück ins Jetzt gereist mit dem Umweg über vor 15 Jahren. Wir müssen sehr laut machen, heißt es. Wollen wir aber nicht. Wie gesagt, den Ton könnte ich, selbst wenn ich ihn ganz laut mache, ich kann ihn jetzt in dem Setup, wie wir es jetzt vorbereitet haben, auf Café das Puck. Hier waren wir nicht vorbereitet. Das ist das Café Puck. Da kann ich, ja. Das ist hier, das ist ja gar nicht weit weg. Da könnte ich jetzt noch hingehen und mich dazusetzen, tatsächlich. Da könnte ich. Das wäre natürlich die totale Inception. Also, wäre ich 10 Minuten da. Im Café. Wenn du jetzt in Wirklichkeit reingehen würdest, so. Das wäre geil. In Wirklichkeit so ein Ausdruck von deinem von deinem Standardhintergrund hinter dir mit so einer Lampe rangeklebt und jetzt kommst du dann so, rein ins Bild. Das wäre der Wahnsinn. Im Café Puck waren wir, warte mal, wann war denn das? Ach guck mal, der Knallfrosch. Da habe ich mal Geburtstag gefeiert. Also was heißt gefeiert nicht, da war ich mit meiner Freundin zum Geburtstagsfrühstück, weil wir zu voll waren, selber Frühstück zu machen. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir aus und dann waren wir da und dann war da aber gerade so die Frühstückszeit vorbei und die Mittagsessenszeit ging gerade so los und dann sind wir da ewig gesessen, bis es dann Frühstück, Brunch oder Mittagessen gab. Und es hat sich aber gelohnt, weil dann habe ich ein Cheese-Sandwich bestellt, ein ganz einfaches Cheese-Sandwich mit Pommes dazu, also ganz was Gesundes. Und das war so lecker. Also kann man hingehen tatsächlich. Café Puck ist cool. Gerade für so
für so Mix-Zeug. Also es ist genau die Art Lokal, wo jeder dann happy ist, wenn er reingeht. Und was, da findet jeder was. Welches Lokal ich auch empfehlen kann, ist hier mein Büro. Denn mir wurde gerade die Nachspeise gereicht. Käsekuchen und Schokokuchen. Haben wir am Wochenende gemacht. Geil. Schokobrownie. Das ist doch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Von meiner lieben Freundin. Die am Wochenende auch, wo auch am Wochenende irgendjemand dann auch schon meinte, ach, das ist die, die dann immer das Essen reinreicht. Genau, das ist die. Das ist sie. Die immer das Essen reinreicht. Oder das zu trinken in diesem Fall. Oder nee, Quatsch, vorhin in dem Fall, so rum. Genau. Was gab es denn als Hauptspeise? Heute. Ja, also wenn das jetzt die Nachspeise ist, der Käsekuchen. Heute gab es Reis mit Ofengemüse und Lachs. Haben wir vorhin noch schnell geschnippelt. Reis mit Ofengemüse und Lachs. Ja, Ofengemüse aus der Pfanne oben drauf. War gut, war sehr lecker. Konnte ich sehr mitleben. So, dann mache ich den Stream von New Hösser zu. Ihr habt ungefähr gesehen, wie sowas aussieht. Habt eine grobe Vorstellung davon, wie sowas sein kann. Genau, damit kommen wir zurück zum eigentlichen Abendprogramm, wo wir, glaube ich, gerade immer noch in der Vorstellung waren, was wir heute machen. Das ist ja auch erst die erste Viertelstunde vorbei. Also, wir machen Auswertung, ne, Julius? Nicht Julius, Daniel. Dann haben wir noch Geschenke. Daniel, du hast am Wochenende Geschenke bekommen, aber mir wurde erzählt, das ist für uns alle. Also, soweit ich weiß, war das eine... Ja genau, das ist eigentlich für uns alle, aber da ich wusste, dass du kommst zum Event und dass Michi sicher nicht kommt und bei Martin wusste ich es nicht, habe ich gesagt, dass ich das nicht aufmache, wenn du nicht dabei bist. Jetzt haben wir es am Samstagabend nicht geschafft. Genau. Derjenige, der es uns geschenkt hat, danke dafür nochmal. Ich habe leider deinen Namen vergessen, falls du uns ihn gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du zusiehst, aber auf jeden Fall herzlichen Dank dafür. Der meinte, es wäre eher was für... hinter Michi, aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin mir zu fein, dieses Ding jetzt extra auch noch nach in die Niederlande zu schicken. Außerdem weiß man ja gar nicht, ob das überhaupt durch den Zoll geht oder ob das überhaupt legal ist und nicht, dass da jetzt irgendwelche schweren Waffen drin sind. Und dann, wobei, dann kämen wir gratis nach Den Haag vielleicht. Ja. Wollen wir mal runter mit Putin reden, wenn der dann da eingetroffen ist. Wir packen es jetzt mal aus. Ja, sollen wir das jetzt auspacken? Ja, würde ich sagen, oder? Nicht? Genau. Oder sollen wir das dann noch als Überraschung? Ja, nee, können wir gleich machen. Lassen. Wie, nee. Doch, also nee, nicht warten, also jetzt auspacken. Okay. Wir packen das jetzt genau, aus. Genau, nee, wir wollten nur ganz kurz, genau, danach kommt dann Martin mit der Überraschung, mit der Überraschungssache, die wir für uns vorbereitet haben. Und ganz zum Schluss machen wir dann noch, wenn ihr wollt, zumindest für alle, die noch da bleiben wollen, werden wir eine Runde Walmart Boltgun spielen. Der neue Warhammer Ego-Shooter, wo ich eine Forscher-Version habe. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir wollen von Daniel sehen. Das heißt, hier mal die Quelle. Was denn? Ach so, du willst mich ein Vollbild zeigen, ja. Okay. Naja, man muss ja irgendwie ein bisschen... Du könntest dir auch so rüberreichen, das wäre so ein bisschen geil, ne? Wenn das alles getürkt wäre. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite du sitzt, aber... Steht da drauf. Wenn ich jetzt die andere Quelle bearbeite, müsste das ja eigentlich gehen, dass ich es... Nochmal, zeig mal noch die Front nochmal, so wie du eben gehalten hast. Da stand eben was drauf. Da steht Pappe la Papp. Ich dachte schon, das wäre jetzt auch schon ein... So, also jetzt ist Daniel groß. Genau. Gut, dann packen wir jetzt mal aus. Also hier ist das Einzige, was sein kann, warte mal, kann sein, dass Daniel jetzt zweimal per Audio drin ist? Nee, ist er nicht. Ist einmal per Audio drin. Nee, das Bild ist zweimal, aber Daniel ist einmal per Audio drin. Das müsste eigentlich passen. Gut, dann ziehe ich jetzt... Jetzt ist der Fritz weg. Nee. Okay, Zündknaller. Irre. Tickt es? Nein, aber mir wurde gesagt, als mich dieser junge Mann dann nachher nochmal gesehen hat, der am Samstag, unten sei ein Schalter dran. Und dann habe ich gefragt, Ups. Ach, das weiße Pulver muss auch so sein. Keine Sorge. Da kann man dran lecken. Kein weißes Pulver, aber es ist zumindest schon mal Füllmaterial. Kann ich schon mal anteasen. Es ist voller Füllmaterial. Achso, dann ist reingeschneit. Oh, das kann ich aber zum Beispiel gar nicht erkennen, was das sein könnte. Mich erinnert das an was, das Ding? An eine Kiste mit einem Objekt drin. Ach du Scheiße, das ist geil. Ja, okay, das ist aber echt für mich hier. Das ist so ein Sea of Thieves Skull, oder? Den man da findet und dann irgendwie... Das ist ja der Wahnsinn. Aber der wirkt irgendwie so selbst... okay, da kommt ein Kabel raus. Der wirkt irgendwie so selbstgemacht. Ja, aber dann muss die Augen können Schalter, leuchten. Also dieses Batteriefach ist auf jeden Fall G3D druckt. Das kenne ich. Und oben, wahrscheinlich ist der ganze Schädel G3D druckt. Ja.
Und hier muss irgendwo ein Schalter sein. Zeig mal ein bisschen mehr hoch. Also, ach so, ja, okay. Also das ist hier so, das ist hier so ein Schädel, der wahrscheinlich G3D-druckt ist, umhüllt von einem Kunstlederband. Und innen drin das Grüne, das ist auf jeden Fall transparent. Und jetzt gehe ich mal sehr stark davon aus. Ich muss jetzt nur den Schalter. Ach, hier ist der Schalter. Achtung. Warte mal, ganz kurz, warte. Ich muss ganz schnell eine Sache bauen. Ja. Warte mal kurz. Ich schalte in der Zwischenzeit mal das Licht ab, weil ich bin mir relativ sicher, dass der gleich leuchtet. Moment. Sekunde, ich bin mal gespannt. Hier, ich versuche mal, dass wir jetzt auch noch hier rein können. Also, Verweis. Ist das der große Daniel? Das ist der große Daniel. Dann schiebe ich den hier runter. So. Und dann muss noch das Bild, weil dann sind wir nämlich auch mit drin. Und jetzt muss ich nur gucken, dass Daniel nicht doppelt drin ist. Doch, Daniel ist. Sag mal kurz was, Daniel. Hallo, hallo. Ja, du bist doppelt drin, warte. Dann mache ich dich was hier. Was hast du denn jetzt geändert? Ich habe jetzt dich im Vollbild, aber uns beide oben in der Ecke auch. Ah ja, okay. Mit drin. Dann unsere Reaktion auch sehen kann. Genau. Dann zünde ich jetzt den Knaller, okay? Zünd den Knaller. Ich halte den jetzt mal, soweit ich kann, ins Dunkle und mach hier mal an. Oh, geil. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja, also ich mag ja. Ich, also wenn der wirklich selbst gemacht ist und der wirkt halt so, weil echt alles gedreht ist, dann hoffe ich jetzt nicht, dass ich mich aus dem Fenster lehne, weil ich was vergessen habe. Aber das ist, glaube ich, das geilste Geschenk, was wir je bekommen haben. Da steckt ja so viel Arbeit drin. Auf jeden Fall sehr cool. Ach, wir haben aber, also da soweit, also das ist mal schwierig zu sagen. Ja, wobei, ja, das, wir haben ja, schon die Lego-Sachen zum Beispiel. Die Lego-Sachen und so, das waren so. Ja, dann sagen wir mal auf jeden Fall in den Top 10. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr geil. Ohne Wenn und Aber. Das ist ja der Hammer. Super. Man muss ja nicht immer alles gleich vergleichen. Man kann ja einfach mal sagen, es ist ja geil. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und ich glaube dennoch, der hier geht an Michi. Auch wenn er jetzt gerade nicht zuschaut. Beim Fritz würde sich da hinten aber auch gut machen. Fritz würde sich auch gut machen, ja, das stimmt. Ja, also ich finde schon. Michi, ich meine, wie viele 100 Stunden hat Michi in Sea of Thieves reingesteckt? Das muss ja eigentlich zu ihm. Wir könnten ihn natürlich auch als unseren künftigen Moderator einfach mit einsetzen, so wie Murray. Ich sehe, du jetzt aufgehört mit seinem, also der will ja nicht mehr. Du machst doch jetzt so Unterhaltungsshows. Ja, genau, ohne Totenkopf halt. Vielleicht machen wir jetzt halt einen Totenkopf jetzt. Ich hoffe, die Leute reden von dir an, das war gar nicht Sido. Das war der andere. Aber. Stift meine Schere bei Lineal, mein Kuli, mein Block. Das ist ja echt super geil. Ich hatte zwar insgesamt heimlich auf was zu naschen gehofft, aber auf das hoffe ich immer. Von daher. Kann man das ja auch essen. Kuchen gekriegt. Kannst du mal probieren, Daniel? Das stimmt. Kann man den essen vielleicht? Ich habe immer noch einen schlechten Magen. Weiß mal rein. Probiere ich jetzt. Weiß mal rein, probier halt mal. Aber ich meine, wenn du jetzt eh schon einen schlechten Magen hast, dann ist jetzt auch kein. Das ist ja egal. Ja. Das ist der Unterschied nicht. Nee, lieber nicht. Ich kriege die Batterie nicht mehr rein. Ohne Daniel macht auch nichts für die Views. Wenn er jetzt halt hier live den Totenkopf essen würde und aus dem Mund blutet, das wäre bestimmt ein viraler Hit, Daniel. Das stimmt. Ja, Knossi hat es auf die Art zu Let's Dance geschafft. Siehst du? Einfach alles machen im Netz. Ja, ich sag's doch. Aber du sagst ja schon bei den kleinsten Sachen nein. Totenkopf essen, nein. So kann das ja nichts werden. So kann das ja, nichts ist werden. Ja auch nichts geworden. Das stimmt. Aber das ist wirklich toll. Also, vielen Dank. Von wem ist das denn? Ist das hier dabei? So der Benutzername? Nein, leider nicht. War doch der junge Mann mit dem okay, ein Hund-Shirt, oder? War er? Ich bin mir nicht sicher. Ich war so überfordert am Samstag mit allem. Es waren so viele Leute. Was eingeprasselt ist und allem, was ich gleichzeitig bedenken musste, dass ich, glaube ich, viele Leute enttäuscht habe, was so Kontakt und Aufmerksamkeit angeht. Aber das seid ihr auch von mir gewohnt. Das ist mir auch aufgefallen. aber ich glaube. Ach, Ecki ist das. Ja, ist ja cool. Der hat auch, passt genau rein. Das Fach muss eigentlich drin sein. Okay, Ecki 1993 war das. Ja, Wahnsinn. Ich danke dir. Oder wir danken dir herzlich. Aber warst du der junge Mann, mit dem ich gesprochen habe, mit dem gelben Hund-Shirt? Oder bringe ich jetzt auch wieder das nächste durcheinander? Scheiße. Das würde er uns gleich sagen. Wir haben von Ecki übrigens noch mehr bekommen, nämlich coole Fotos vom Samstag. Vielleicht können wir die mal zeigen. Dann gehen wir doch gleich, von dem sind doch gleich die ersten Bilder bei uns im Discord-Channel. Ihr habt ja ganz fleißig auch schon Bilder reingestellt. Und da können wir uns mal gemeinsam ansehen. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wenn ich dich jetzt ausmache, Daniel, warte mal, dass ich dich nicht tonmäßig verliere. Da habe ich dich tonmäßig noch. Bild da und Hä?
Jetzt bin ich hier verschwunden. Warte mal zu hören, was das du eigentlich noch sein? Du bist ja Gast 3. So, jetzt bist du noch zu hören. Oder? Sag mal was. Hallo, hallo. Ja, jetzt müsstest du eigentlich zu hören sein. Also diese Einstellungssachen auf dem letzten Drücker, das ist keine gute Idee, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, es müssten eigentlich alle zu hören sein. So, und jetzt mache ich noch die Bildschirmaufnahme an und dann müsste man eigentlich in die Discord-Bilder sehen. Genau. Ja, hier sehen wir schon die ersten Bilder, genau. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab am Samstag das große GameStar and Friends Community-Treffen. Das war ein großes Event, das ging von 17 Uhr bis in die frühen Morgenstunden. Da war einmal ein Doppelkonzert von mir und meiner Band Gorilla Rodeo und von Jules, der ja Solokünstler ist mit Hardshot, und vielen gemeinsamen Performances. Also ich war bei Jules mit auf der Bühne bei ein paar Songs. Jules war bei uns mit auf der Bühne bei einem Song. Wir haben Jules als Liveband unterstützt, sein neues Musikvideo zu drehen. Wir haben auch so noch gemeinsam einiges gemacht, vor allem die Rausschmeißer dann am Ende. Das war alles sehr, sehr schön. So, und im Vorprogramm waren auch tolle Podcasts, denn morgen, darf man das sagen? Ja, ich glaube, das wurde auf dem Event schon verraten. Morgen startet der neue YouTube-Kanal der GameStar, nämlich GameStar Talk. Und da war das sozusagen ein bisschen die Launch-Party. Da gab es dann zwei Live-Podcasts, einmal von Marco und Yves, aka Nerd und Kultur. Glaube ich, immer noch einer der, wenn nicht der reichweitenstärkste Movie-Film-Serien-Podcast in Deutschland. Und im GameStar-Podcast mit Michael Graf und Geraldine Hohmann, die zusammen jetzt auch das leitende Team sind von GameStar Talk, was quasi das, was der GameStar-Podcast jetzt schon eine ganze Weile macht, auch ins sichtbare Internet trägt, nämlich in dem Kanal GameStar Talk. Genau, und hier sehen wir jetzt schon mal ein Bild, das hat der Knallfrosch gemacht. Da sieht man jetzt die Talkenden nicht, weil die jetzt nicht auf so einer Bühne saßen, sondern nur ganz leicht erhöht auf zwei bequemen Sesseln und die haben sich da unterhalten. Das Ganze wurde auch aufgezeichnet und das könnt ihr euch, wenn nicht jetzt schon, dann in den kommenden Tagen anhören. Da haben sich Marco und Yves von Nerd und Kultur darüber unterhalten, Spiele, die zu Filmen wurden, und als nächstes ging es dann weiter mit dem GameStar Podcast. Da haben sich dann Geraldine und Micha darüber unterhalten, Spiele, die aus Filmen kamen. So, na, die haben das so ein bisschen zusammengeführt. Das war so ein bisschen das Vorprogramm und dann ging es weiter in der Zwischenzeit. Das ist das nächste Bild. Du kannst, glaube ich, auch tatsächlich mit den Pfeilen links und rechts einfach mal durchblättern. Oder machst du es so, genau. Nein, danke. Ist auch immer eine gute Antwort. In der Zwischenzeit hatten wir schon aufgebaut. Hier ist Matze Schlagzeug und meine schöne Fender-Gitarre. Ja, also während die in einem Raum da die Podcasts gemacht haben, haben wir im großen Raum alles weiter vorbereitet für den Gig. Weiter bitte. Das ist wie beim Stand-Up immer so. Nächste Folie bitte. Hier gibt es ein kleines Video. Ja. Das war dann schon beim Konzert. Da könnt ihr jetzt natürlich keinen Ton hören, weil das jetzt nicht auf dem... Genau. Aber so sah das dann aus. Aber ist auch besser so, glaubt mir. Ich war dabei. Das. Ja. Ich finde, ich bin mehr so der so ein Fotosänger. Also Stimme, naja, aber... Ja, so ein guter Sänger aus der Stummfilmzeit, würde ich sagen. Ja, genau. Das Optik, sollte auf der Platte stehen. Optik an dem Abend fand ich fantastisch, ja. Ganz ansprechend, ja. Schöne Schuhe auch. Ja, das Geile war, ich hatte beim ersten Set vergessen, meine schönen Schuhe anzuziehen und hatte noch meine Skaterlatschen an. Sind das jetzt die Skaterlatschen oder sind das jetzt die schönen Skaterlatschen, Schuhe? Ja. Achso, die finde ich aber wahrscheinlich sogar am Ende schöner. Wahrscheinlich, ja. Finde ich eigentlich ganz... Irgendwie passt sogar ganz gut zusammen. Das ist so diese gewisse Lässigkeit, die dann die Fliege konterkariert. Aber, ja, ne? Also mit dem Outfit könntest du auch in der FDP durchkommen, würde ich sagen. Ich glaube nicht. Nee, die FDP ohne Gitarre natürlich. Bei der FDP, da haben sie keinen Geschmack. Die tragen eher so einen Eisenbahnanzug und so. Das geht nicht. Von Geschmack haben wir auch nicht gesprochen. Schauen wir doch mal weiter. Es gibt noch mehr Bilder von mir. So. Genau, nee, und hier ist die ganze Band tatsächlich dann. Und wir haben dann insgesamt, also Jules, von dem haben wir jetzt hier leider keine Bilder, die seht ihr dann eher bei Jules im Discord, aber das wird er, glaube ich, auch noch ausführlich mal zeigen, oder ihr seht es, glaube ich, auch auf der GameStar. Hat quasi die ersten Set gemacht, dann haben wir ein Set gespielt, dann hatten wir den Musikvideodreh, da wird es in, ich weiß nicht wann, aber das neue Musikvideo dann geben mit dem Live-Auftritt. Dann haben wir wieder ein bisschen gemacht, dann hat Jules wieder ein bisschen gemacht und da seid ihr, wie ihr schön feiert. Genau, das ist dieses Double-Feature, da war die Band dann weg, dann haben Jules und ich zusammen über eine Playback-Musik gerappt und ja, bei Herr Dünsch gerade fragt, wie nervös ich vor so einem Auftritt bin, ehrlich gesagt kaum mehr.
Macht das jetzt auch schon eine ganze Weile und wenn man gut vorbereitet ist mit den Proben, dann geht das schon. Ich bin auch frech. Ich habe mittlerweile vorne einen kleinen Spickzettel stehen, falls mir Textblöcke entfallen, wo ich dann manchmal hinlure. Oder wie, versteht ihr das Wort luren oder ist das sehr bayerisch? Schmulen sagt man, glaube ich, auch. Hinkieken vielleicht? Naja, also ich kenne beides. Naja. Also Nervosität ist da jetzt nicht mehr so viel. An dem Abend war es natürlich ein bisschen anders, weil ich war tatsächlich einen Tag vor dem Konzert sehr krank. Also wir haben am Donnerstag schon ein Konzert gespielt und während dem Konzert merkte ich schon, dass bei mir magen-darm-mäßig es gerade schwer bergab geht. Dann bin ich den ganzen Freitag flach gelegen, also richtig flach gelegen. Und Samstag bis Mittag ungefähr auch und dann habe ich mich aufgerafft und dann pünktlich zum Konzert war es dann soweit okay. Unter allen möglichen Medikamenteneinsatz. Aber die Nervosität war eher dieses Donnerstagabend und Freitag kann ich überhaupt auftreten oder muss ich das ganze Ding absagen? Und am Samstag dann eher dieses, so sind wir soweit klar, dass auch mit irgendwie Schlappheit und ne, nicht, man will ja auch nicht auf der Bühne umkippen, ob das dann geht, aber es ging dann schon. So, jetzt geht es mir schon wieder ganz gut. Hier auf dem Zettel dann der Name der Stadt. Damit man immer weiß, über welche Stadt Hamburg. Einen charmanten Hallo Scherz Hamburg. Macht. Oh, ich war doch wieder Frankfurt. Star-Dasein, wenn man gar nicht mal weiß, in welcher Stadt man ist. Wir haben doch auch einen Geburtstagsgruß noch geschickt. Weißt du den Namen noch? Nee, aber da kann ich kurz nachgucken. Die Person hier heute auch da und schaut zu. Dann wollen wir wissen, ob du noch einen schönen Geburtstag hattest. Auf den letzten Drücker haben wir noch einen Geburtstagsgruß weggeschickt. Das war, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, das dürfen wir jetzt hier gar nicht sagen, oder? Ich meine, wenn die Person nicht da ist, dann sollten wir es jetzt auch nicht. Nee, deshalb, na gut, okay, einen Vornamen hätte man jetzt sagen können. Vorname steht hier nicht. Ist jetzt nicht so, als gäbe es nicht mehrere Leute, die sich denselben Vornamen getauscht. Ich kann ja mal die entscheidenden Dinge weglassen. Ach hier, guck mal hier. Kaffee, Code and Cats sagt, ja, hatte ich. Ah ja, wie schön. Das freut dann, uns aber. Dann sollte doch das doch passen. Jana. Hiermit so nochmal, hier gratulieren dir jetzt alle im Chat nochmal ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag und wir haben dir natürlich gerne diesen Gruß gesendet. Ich musste diejenige, die den Gruß übermittelt hat, dann leider einmal vertrösten, weil die ziemlich knapp vor dem Konzert zu mir kam und meinte, kannst du doch einen Geburtstagsgruß noch so, warte mal bitte bis zur Pause, aber ja. Dann ging's doch. Und auch genau. Von mir alles Gute zum Geburtstag nachträglich dann. Ja, wunderbar. Nee, und das war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Gucken wir noch, ob noch ein paar mehr Bilder dabei sind. Hier haben wir Daniel nochmal sehr schön im Licht. Das sieht ja ganz, ganz himmlisch regelrecht aus, ja. Was wir hier haben. Ja, das haben wir alles natürlich so einstudiert. Genau. Ja, das war auch der Dreh für das Musikvideo von Jojo. Das war auch ganz lustig, weil es ja dann sein Song da irgendwie 5 oder 6 Mal gesungen wurde. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, es wurde mit jedem Mal singen, kam da mehr Energie rein. Also ich bin irgendwie zwischen Version 2 und 4, glaube ich, aber raus gewesen und bin dann wieder, glaube ich, bei Version 5 reingekommen in den Saal und da war im Gegensatz zur ersten Variante, war richtig Stimmung und dann haben sie auch noch so Stage-Diving gemacht. Natürlich überhaupt nicht gestellt. Also falls ihr das Video später seht, das ist alles überhaupt nicht gestellt. Also alles echt. Nur eine Aufnahme. Weil auch die Leute nach dem zweiten Mal dann die Texte schon kannten. Also der Song, der geht ganz schön ins Ohr und die wussten dann, die konnten dann schon auch jetzt nicht nur irgendwie den Titel des Songs, sondern schon ganze Blöcke irgendwie mitsingen und das war schon richtig Feuer im Saal, das war echt cool. Und vor allen Dingen, wie Jürgen es auch vollkommen zu Recht gesagt hat, wenn man ihn kennt, dann kannte man auch die Situation und wusste auch so, als der Name dann fiel, habe ich so, ach so, okay. Ja, das war alles ein bisschen. Von wegen, der Song ist eigentlich schon so, die Idee zu dem Song war, meint er, was so 8 Jahre oder so alt? Ja. Das ist schon eine ganze Weile her und dann fiel halt der Name und ich dachte so, what the heck? Ja, weil Jürgen, aber da ist irgendwas raufge. Genau, der hat sich am Ende von seinem ersten Set so Hörner aufsetzen lassen und hat dann einen seiner D&D-Charaktere gespielt. Das wurde auch von, Ben, du kannst da mehr dazu sagen hier im Chat. Der Ben war auch dabei, per Fernschalte hat er 2 Ansagen gemacht. Das habe ich nicht geschnallt. Irgendwann irgendwie war plötzlich Ben auf der Kamera, auf der Bühne zu sehen im Hintergrund und ich habe nicht verstanden, warum, wieso, weshalb, was war da los? Erklär mir das mal. Das kann ich bin da nur reingekommen. Erklären. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weil ich da gerade oben mich auf einen eigenen Auftritt vorbereitet habe. Aber also
irgendwie war es so geplant, Ben macht eine Ansage und dann kommt Jules in seinem Alter Ego. Hier, ach, guck mal, wir haben sogar ein Bild. Rein. Ah ja, genau, so. Und dann kam eben Xeroth rein, das ist, glaube ich, der hier auf der rechten Seite, und hat dann dieses Lied gesungen, das eben Xeroth so singt. Jules hat in unserer D&D-Kampagne 3 Songs geschrieben. Ah ja, okay. Sehr cool. Siehst du, das habe ich für unsere Pen and Paper noch nie gemacht. Da fehlte mir irgendwie der Zusammenhang. Das habe ich nicht geschnallt in dem Moment. So, jetzt schaue ich mal, was noch hier an Bildern sind. So, dann hier genau, noch hier, genau. Das hier, das ist der Knallfrosch, genau. Der hat uns auch das erste Mal live erlebt und wir ihn, worüber wir uns auch sehr gefreut haben, denn der ist ja auch ein, der ist bestimmt auch hier gerade, auch ein langjähriger, treuer Fan. Und der hat uns auch was geschenkt, nämlich den hier. Im Hintergrund ist übrigens Dings hier von Sea of Thieves, wo ich den Namen vergessen hatte und wo ich Rhapsody. Rhapsody. Hm, hier hinten. Ach, siehst du, die habe ich jetzt nicht erkannt. Ist ja krass. Ich habe so viele an dem Abend nicht erkannt. Ich habe sogar einige Kollegen nicht erkannt. aber ich bin auch so schlecht, was Social angeht. Der Knallfrosch angeht. Ist übrigens, andere Menschen, der hat bei unserem ersten Sternstunden-Stream hat er damals das Xbox-Paket gewonnen. Das stimmt. Und hat den Trollneck gewonnen bei der Trollneck-Verlosung. Stimmt, das ist ja, genau, also für den hat es sich wirklich gelohnt, ein langer Fan zu sein, hier zu sein. deshalb ist er wahrscheinlich immer noch dabei hier, kommen Sie ja ehrlich. Ja, gibt es alle paar Monate gibt es was zu holen. Aber nein, aber er hat sich auch... Wahrscheinlich sitzt er vor dem Bildschirm und denkt sich so, ey, wo bleibt meine PlayStation 5? Mit dieser wunderschönen Witcher-Figur. Hat er sich, die ist super cool. Fand ich auch sehr süß. Oh ja, stimmt. Keine Funko, sondern den hier, der ist von... Felto. Zeig mal nochmal hoch, weil du bist jetzt gerade wieder klein im Bild, Daniel. Oh ja. No. Ja, also ich kann mich auch an dieser Stelle nochmal bei allen entschuldigen, die ich nicht erkannt haben sollte oder zu denen ich nicht sonderlich tolle Sachen erzählt habe. Ich bin kein guter Socializer. Mich hat dieser ganze Abend schon wieder völlig, es war so der erste Abend so mit so vielen Leuten, habe ich völlig überfordert. Das war zu viel. Julius hat sich aber die Haare blond gefärbt für den Abend. Hier sieht man so ein bisschen. Was ein geiles Bild. Lustiger. Das sich angewidert wegdreht. Aber hier, das ist auch sehr gut. Das ist ein cool. Richtig gutes Bild. Das ist recht cool, ja, stimmt. Genau, also er hat jetzt die Haare ganz blond, was insofern ein lustiger Zufall war, weil meine Freundin sich auch ganz blond die Haare gefärbt hat an dem Tag. Ich habe schon gedacht, Mensch, da machen sich ja alle für mich extra blond. Finde ich ja sehr schön. Also war ich euch beiden sehr dankbar. Ich habe extra meinen Bart hier unten ein bisschen grau gefärbt für dich. Da fange ich auch mit an. Ja. Also, wart noch ein bisschen. Dauert nicht mehr lange und dann. Ach, das waren schon wieder alle Bilder. Ach, schade. Das war's, ja. Das. Also es war ein wunderschöner Abend. Wir können nur Danke sagen, dass ihr alle da wart. Und wir werden bestimmt nicht zum letzten Mal zusammen gespielt haben. Ihr werdet das auch immer bei uns erfahren und wir freuen uns, euch auf Konzerten besuchen gern auch, aber auch wir besuchen halt. Euch auf Konzerten. Also wenn ihr mal ein Konzert habt, ja, wir besuchen euch. Sagt Bescheid. Und wenn ihr es jetzt... 18:30 schon, ne? Genau. Vielleicht noch der Hinweis, abonniert gerne GameStar Talk, denn da gibt es ab sofort freshen und tollen Talk-Content, also große Talkrunden und Live-Podcasts und, live weiß ich es gar nicht, aber Vidcasts und demnächst auch ganz tolle Sachen auf GameStar Talk. Bitte gerne abonnieren, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und unsere Firma auch, und dadurch können wir dann auch wieder unsere Rechnungen bezahlen, ne? Echt, hat das irgendwie mal Einfluss darauf? Das wäre mir neu. Ich hoffe es. Okay. Genau, haben wir sonst noch was zum Wochenende? Nö, ich denke, das soll es gewesen sein. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen, aber ich glaube, ich habe eigentlich soweit alles erzählt. Ja, BTS-Video. Aber war eine schöne Geschichte. Also Alfred sitzt bei Jules. Ach, ist ja cool. Die essen noch zusammen. Ja, hast du nicht vorhin... Nee, ich hab's gesagt, dass er da sitzt. Ja, ja. Ja. Hinter der Kamera. Genau. So, das war der Samstag. Jetzt machen wir weiter mit... Vielleicht Martins Programm. Genau. Mit oder? Mir. Ein Spielchen. So, du musst mir jetzt aber, glaube ich, irgendwie deinen Bildschirm übertragen. Beziehungsweise... Ja, ich übertrage es gleich. Ich share es einfach im Ninja. Genau, share es mal mit Ninja, weil dann kann ich es vielleicht sogar in demselben Setup wie eben machen, weil ich dann... Okay. Reicht es, wenn ich eine Bildschirmaufnahme zeige, oder brauchst du irgendwie Ton?
Dafür nee, ich brauche gar keinen Ton. Okay, weil dann mache ich es vielleicht mit einer Bildschirmaufzeichnung. Ich zoome mal rein, damit es am Anfang noch nicht verraten wird. So, soll ich die Kategorie ändern auf irgendwie Trivia oder Brettspiel oder sowas? Das ist einfach alles Talk-Kram. Okay, so, dann share ich das jetzt mal so kurz ins richtige Dings gehen. Mein Screenshare. Add a Screenshare. So. Teilen. Müsst ihr jetzt da sein? So. Jetzt haben wir hier was. Oh, Tierlist-Maker oder was? Ja, ne, ne? So, jetzt habe ich. Jetzt müsste man es eigentlich ich sehen. Ist. Du kannst ja mal im Stream schauen, ob das jetzt so aussieht, wie du es haben wolltest. Also, das ist das, was. Ich habe so viele Tabs hier gerade offen. Wo ist denn hier der Stream? Der Stream ist hier. Und wir sind die Tiers. Wieso bin ich nicht Tier 1 oder S-Tier? Können wir auch machen. Meine Meinung ist doch das Wichtigste. Das können wir machen, wie wir wollen. Ich schicke euch nochmal den Link dazu, weil dann könnt ihr, wenn ihr auch, weil ich habe hier, macht die Übersicht, dann könnt ihr auch selber nochmal reingucken. Das könnte interessant, eventuell wichtig sein. Ich schicke es mal auf Facebook, okay? Oder wodurch ich den Link schicken? Ja, dann könnt ihr nochmal selber, weil dann muss ich da reingucken oder geht das auch so? Es geht weil wahrscheinlich auch so. Ich schicke es mal trotzdem. Es ist vielleicht einfacher, wenn ihr zwischendurch mal reinschaut, falls ihr was nach. Warte mal, ich kann es auf einem anderen Rechner anmachen. Warte mal. Ich habe es nochmal geschickt, dann könnt ihr das könnt ihr euch das einfach machen. Ich benutze doch nie Facebook, außer fürs Chat mit euch. Echt das Einzige, wo ich das auch noch viel benutze. Ja, ja, also ansonsten. Niemand sonst braucht gar das. Nichts. Gar nichts mehr. So, warte mal. Aber ich sehe jetzt andere Tiers als du. Nee, achso, die Tiers sind noch nicht das Wichtige. Das ist halt genau, warum es auf meinem Screen, weil ich das ein bisschen modifiziert habe, das, was ihr da seht. Ich erkläre es alles gleich, wenn wir bereit sind, aber prinzipiell. Moment, ich brauche noch einen kleinen Moment brauche ich noch. Ja, lass dir Zeit, ich gucke gerade nochmal, dass ich das hier. So viel Zeit müssen wir uns hier an einem Montagabend. Viel Zeit haben wir ja auch. Müssen wir uns nehmen. Was habe ich jetzt aber? Jetzt habe ich Schluck auf, das kann ja ruhig wahr sein. Ich habe eh immer 2 Milliarden Tabs offen. Wo habe ich jetzt denn? Wo ist denn der andere hin? So. Was ist der andere Tab? Ich soll hier irgendwie einen Tab aufmachen. Tiermaker. Jetzt machen wir heute, wie heißen die hier in Bayern? Wolperdinger. Oder, Daniel? Das ist doch hier so ein Ding von euch. Wolperdinger, ja. Ja, das fand ich ja so merkwürdig, als ich hier herkam nach Bayern, dieses Wolperdinger-Ding. Die spielen jetzt keine so extrem große Rolle im Alltag der meisten Bayern. Ich glaube schon. Ja, bei mir, sieht das auch total anders aus. Ja, ich erkläre es gleich alles. Wird alles easy. Die Tina fragt gerade nochmal, ob man auf den GameTube-Discord auch als Twitch-Abonnent kommt, nicht nur als Patreon. Und ja, also als Patreon kommt man drauf und auch als Twitch-Abonnent. Du musst halt dann deinen Twitch-Account musst du mit Discord verknüpfen und dann geht das. Wenn du immer noch Probleme hast, frag einfach mal los. Aber diese Rollen werden regelmäßig aktualisiert. Das geht halt dann manchmal nicht sofort. Das muss halt verknüpft werden und aktualisiert werden. Aber ansonsten hilft dir sicherlich dann einer der Mods weiter, wenn du dann noch immer Probleme hast. Nur ganz kurz. Ja. Ich habe bei mir aber ein anderes Thema jetzt irgendwie zu stehen. Da steht nichts mit Fritz, Martin, Daniel, tralala. Nee, steht auch nicht, das weiß ich. Martin das ist, weil ich das ein bisschen Ansicht. Modifiziert habe, aber das unten, das andere, der wichtige Teil, der ist gleich. Okay. Ja, wollen wir loslegen dann? Der wichtige Teil sieht so umfangreich aus, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir vom... Ja, ich bin auch gerade schon total erschlagen. Da müsst ihr ein bisschen selber denken, ob ich auf welchen Link bin. Das hat eine Einstellung. Wir müssen nicht alles verwenden. Also, okay. Wir basteln uns heute einen Tierlist-Draft. Und zwar geht es um Folgendes. Wir schauen uns hier es sind hier eine Menge große Videogame-Franchises, wenn ich so durchscrolle, seht ihr das mal. Ich hatte vorhin schon, als du angefangen hast, Angst, dass du mit Brettspielen ankommst und ich kenne doch keins. Nein, ich habe das letztens auf einem Brettspielkanal gesehen, das fand ich sehr nett. Da haben halt Leute auf den verschiedenen Brettspielkanälen haben dieses Format gemacht und ich fand das einfach eine coole Idee. Und die Idee ist folgende. Ich habe hier dieses bisschen modifiziert. Wir haben hier unsere drei Namen, Fritz, Martin, Daniel. Und wir haben eine Kill-Line. Und die Idee ist folgende. Wir werden jetzt abwechselnd aus diesen Videogame-Franchises unsere Lieblinge rauspicken. Mhm. Und die uns zuordnen und dann gleichzeitig, immer wenn man einen pickt, kann man auch eine Franchise killen. Das heißt, jemand anders kann die nicht mehr in seine Wunschliste packen. Aber das heißt, ich picke eine und ich suche dann noch eine aus, die gleich in Kill wandert.
Genau, du suchst eine aus und du killst eine. Und die Idee war eigentlich folgende: Wer am Ende die geilste Liste hat, gewinnt. Und was ist die geilste Liste? Die geilste Liste ist natürlich, was unsere Zuschauer auch am coolsten finden. Die können dann halt am Ende, ich würde diesen Teil des Streams auch gerne nochmal separat nochmal auf YouTube hochladen, dann können die Leute auch abstimmen. Wir werden dann einfach noch einen Poll verlinken und den lassen wir ein paar Tage laufen, dann können die Leute abstimmen, für welche Liste sie am geilsten finden. Und es gäbe natürlich zwei Möglichkeiten, wenn man jetzt dran ist, das zu machen, die Franchises auszuwählen. Einmal das, was man denkt, was am besten ankommt, ja, so der populistische Ansatz, oder einfach, dass man wirklich von denen das nimmt, was man selber am geilsten findet. Ich fände es eigentlich interessanter, wenn man das nimmt, was man selber cool findet, und um diesem populistischen entgegenzuwirken, wenn man halt weiß, solche Serie ist super beliebt, jetzt entweder bei den anderen, bei jetzt in diesem Fall Fritz und Daniel, oder bei den Zuschauern, aber ich will sie nicht in meine Liste nehmen, kann ich sie halt killen. Und damit umgehe ich das Problem. Ja, aber das ist ja dann auch nicht richtig, oder? Wäre es nicht richtiger, einfach alle die zu killen, die wir alle komplett irrelevant finden? Nee, weil geil ist und... Das Killen ist ja strategisch. Das heißt, hier ganz als Beispiel, ich weiß, Elder Scrolls ist total beliebt in der Community, ja? Und bei euch. Aber ich weiß, mich interessiert es nicht so. Dann kann ich halt Elder Scrolls killen und, weißt du, muss das nicht meine Liste aufnehmen, aber nehmt euch trotzdem einen heißen Pick weg. Das ist die Idee. Eben nicht die... Sondern die Kills sind halt auch die High... Value Targets. Und ich habe vorhin noch dieses, das Dark Souls Statistik Cheat noch als Scherz angeführt. Wir sind ungefähr auf demselben Level angekommen. Es ist wie machen wir das vom Modus her? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Mass Effect nimmt, dann rutscht alles andere nach, oder? Das heißt, wir bewegen uns im sichtbaren Bereich dieser Titel hier, okay? Die Sache ist die, ich habe euch den Link geschickt, da ist das anders sortiert. Ich muss das gerade eben nochmal machen, weil das aus Versehen, wenn man die Seite refresht hat, wenn man die Seite refresht oder die neu lädt, dann ist die Sortierung anders. Ich habe in diesem, auf meinem Bild, habe ich so meiner Meinung nach ganz grob popular, also gute und populäre Franchises nach oben gepackt, und nach hinten wird es immer obskurer und unwichtiger. Ich habe trotzdem den Link, falls ihr halt zwischendurch, während ich was erzähle... Hallo, ist das eine Insurgency obskur? Sharky Girl liest meine Gedanken, weil sie gerade schon schreibt, ich habe jetzt schon einen, Herr Lehrer, ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Welcome to the club. Ich erkläre noch einmal die Regeln. Hier sind viele coole Videogame-Franchises. Ja, ich grob verstehe schon. Ich verstehe noch nicht ganz. Also vielleicht kannst du da mal kurz erklären. Also nach welcher Reihenfolge? Also machen wir einfach Reihe um. Wir würfeln jetzt jemanden aus. Fang du doch einfach mal an und dann werden wir es ja irgendwie. Okay, ich fange an. Ich sage jetzt, es muss Dark Souls sein. Dark Souls gehört einfach. Wir können auch ein bisschen was das sagen. Also du kannst völlig frei. Nee, bitte nicht sagen, Martin. Das sitzt mir echt bis Weihnachten. Aber das ist eine Witz der Sache. Sonst können wir auch stumpf uns machen. Also Dark Souls ist einfach eine der besten. Wir brauchen einen Martin, hör auf zu reden, Geräusch. Schnauze. Dann reiten wir nicht rein, dann sind wir auch schneller fertig. Also Dark Souls muss ich einfach nehmen. Gehört einfach zu den besten Franchises aller Zeiten. Ich muss gerade die Hintergrundfarbe, glaube ich. Aber wie hast du das dann bei dir jetzt genommen? Weil ich habe so eine Übersicht, wo ich das dann nehmen kann, und das ordne ich dann in so ein Masterpiece. Never played it and never will. Der Einzige, der ordnet, ist Martin. Wir reden nur, Fritz. Praktisch, euer Link ist für euch nur nochmal, damit ihr auch Übersicht habt. Falls ihr mal durchscrollen wird, während ich erzähle, könnt ihr nochmal durchscrollen und schon mal anschauen. Versteht ihr? Ja, aber wenn wir durchscrollen, sehen wir eh was anderes wie du. Und nee, wir haben die Auswahl ist ja die gleiche, bloß die Reihenfolge nicht. Verstehst du? Ja, eben, aber das kann sich doch kein Mensch merken. Ich würde sagen, wir arbeiten mit dem sichtbaren Bereich im Stream und wir picken einfach aus. Wie ihr arbeitet, ist mir völlig egal. Das machst du, glaube ich, nur, um später gute Ausreden zu haben. Scroll mal die Emojis raus, bitte, aus dem Bild und dann ein bisschen weiter hoch. Das ist ganz genau. Ich zoome mal ein bisschen raus. Und ihr habt eure Liste trotzdem. Also ich sage jetzt einfach ganz kurz, ich pick Dark Souls, weil Dark Souls ist wahrscheinlich. Und jetzt ist das weg, die quasi. Beste Franchise. Die ist weg. Das hat mich gepickt. Das ist in meiner Liste. Und machst du jetzt auch gleich deinen Kill oder sind wir jetzt? Ich kill auch gleich was. Jetzt überlege ich mal, was ich kille, was ich euch halt wegnehme, was wahrscheinlich bei euch und in der Community beliebt ist, was ich aber nicht in meiner Liste haben möchte. Das ist ja voll unfaire Scheiße. Was ist denn das für ein Mist? Ja, nee. Ich kille. Kann ich auch was killen, wenn ich einfach total uninteressant finde und. Ich kill GTA. Ich kill GTA, das kann keiner mehr von euch picken. Ich habe die Befürchtung, dass es doch einigermaßen beliebt ist. Ich finde es nicht so doll und deswegen wird es nicht in meiner Liste bleiben, aber ich nehme euch das weg. Dann packe ich mich nach oben und dann kann der Fritz als nächstes. Tut mir nicht weh. Jetzt war ich gerade als nächstes dran. Wieso ist jetzt der Fritz? Dann ist dann der Daniel dran. Mir doch wurscht. Ja, aber wieso denn in der Reihenfolge ist doch. Achso, jetzt hat sich's geändert. Wir machen es jetzt alphabetisch. Das heißt, eigentlich ist es DFM bei uns. Machen wir es umgekehrt alphabetisch.
Dann ist das MFD. Das klingt auch so ein bisschen mit freundlichen Drüsen. Ja. Okay. Dann ist der Fritz jetzt dran. Gut. So. Also wenn du halt nicht mein Bild, du kannst natürlich sagen, ich glaube, das ist auch unten. Ganz cool. Wir sollten auf dem bleiben. Das ist, glaube ich, auch für die Zuschauer ganz gut. Ja. Wir sollten bei den ersten drei Reihen bleiben immer, ja. Weil das scroll mal. Könntest du mir auch einfach was sagen? Weißt du, du könntest mir einfach sagen. Nee, aber das ist, glaube ich, auch für den Zuschauer ganz gut. Machen wir das so, dass man nur die ersten drei Reihen. Ich zeig die Reihen einfach, dann scroll ich nach oben. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dass man auch sieht, was oben steht. Wir wollen ja das Tier-Ding auch noch sehen. Jetzt zeig mal die Tiers und drei Reihen. Nein, ich muss nicht zurück, weil dann ist es so hektisch. Genau, weil sonst sehe ich auch nicht, was da schon drin ist. Also, ja, so ist gut. Genau, so dass man die ersten drei Zahlen sieht. So ist super. So lassen wir es jetzt. So. Die Emojis noch raus, aber okay. Dann schiebe ich Halo rein bei mir. Ach, Halo hatte ich auch kurz überlegt zu killen. Fuck. Ja. Ja, das hätte mir wehgetan. Aber ich will dir ja nicht wehtun, Fritz. Und schmeiße Super Mario raus, weil ich das nicht mag. Oh Gott. Killst Super Mario. Okay. Ja, krass, das ist hart. Okay. Jetzt ist ja nur noch Schrott drin. Überbewertet. Du kannst Schweiß. Auch was anderes noch darunter nehmen. Sonst wird nee, wir haben Schrott. Gesagt, das magst du doch alles hier. Du magst auch den Schrott. Jetzt haben wir doch gesagt, wir nehmen die drei Reihen und dabei bleiben wir jetzt auch. Und ja, da bleiben Sachen, wir jetzt. Das ist jetzt unser Gameplan. Genau, und bei den Sachen ist jetzt halt nichts dabei, wo ich nachts für aufstehen würde. Aber pass dann auf. Dann zoome ich trotzdem noch mal raus. Wir haben jetzt gerade beschlossen, wir machen immer die Regeln. Wir machen die drei Reihen und gut ist. Ja, zurück auf die drei Reihen. Ich finde schon was. Jetzt haben wir vier Reihen. So. Fuck, ey, das kann Mann, nicht sein. Mann, jetzt ist es mir schon wieder zu langweilig. Ja, das ist erschlagen. Gehen die drei Reihen zurück. Schaffst du es jetzt? Ich traue mich es, nein. Nicht. Also es ging bis Watch Dogs. Ich picke jetzt inklusive Watch Dogs. Wir sagen gehen jetzt die drei Reihen zurück. Nix, bis die drei Reihen wieder zurück sind. Genau, ich sage nichts, bis nicht wieder drei Reihen da sind. Ach, Kinders. Na also ich picke, Moment. Okay. Ich picke... Jetzt sind wieder nur zwei Reihen da, genauso. Jetzt ist nee, unten ist ja noch ein bisschen. Ich picke Mass Effect. Ah, das tut weh. Ja, das tut weh. Und Mass Effect. Ich kille dafür Diablo. Und killst Diablo. Das tut mir nicht weh. Ja. Ja, das auch nicht. Und ich sage jetzt schon, ich mache jetzt eine reine Geschmackswahl. Also mir ist egal, ob ich wehtue mit den Kills, aber ich möchte meinen Pool möchte ich schön haben. Und ich packe Leute in Kill, die es verdient haben. Ja. Oder so. Warum hat Diablo das denn verdient? Das musst du jetzt mal kurz sagen. Weil Diablo ein überschätztes Spiel ist, das die falschen Trends gesetzt hat und jetzt in Zukunft weiter die falschen Trends setzt. So. Das ist eine fantastische Begründung, ehrlich gesagt. Ist super. Also wirklich, wirklich gut. Dieses Hauptsache Endgame, Hauptsache immer dasselbe, in die Unendlichkeit mache, Hauptsache Loot. Furchtbar. Hauptsache und online, noch immer MMO, online. Hauptsache noch craften jetzt und Hauptsache ich muss es achtmal durchspielen. Aber es ist echt auch furchtbar. Super Mario ist hart, finde ich übrigens, weil das ist einfach ein Spiel, was, auch wenn du es nicht magst, was einfach immer Spaß macht. Aber okay, verstehe ich. Gut, weiter. Ja, ich finde, da drei Level habe ich die Schnauze voll von Super Mario. Ja. Von jedem Super Mario. Okay, dann haben wir jetzt hier diese Auswahl. Da sind viele gute Sachen natürlich noch dabei. Das ist echt schwer. Ich nehme, glaube ich, ich nehme The Witcher. Als Franchise bin ich gar nicht so ein Riesenfan, aber Witcher 3 überstrahlt einfach alles so sehr, dass auch ein schwächeres, gerade das erste Witcher und das zweite Witcher ist auch sehr gut. Das ist aber das Logo vom Dreier, also kann man. Aber das Dreier Witcher ist einfach der Hammer. Und das ist einfach zu stark. Und dann killen wir noch was. Und dann killen wir Elder Scrolls, weil ich habe die nie gespielt. Ich weiß, dass die, ich glaube, die würden mir sehr gefallen. Ich weiß, dass die beliebt sind. Ey. Und ich kill dann einfach die Elder Scrolls, weil die nicht in meiner Liste landen würden. Bin ich auch mit einverstanden. Witzigerweise auch. Ich hätte die auch, die waren auch auf meiner Kill-Liste tatsächlich. Ja. Lustigerweise. Okay. Fritz ist dran. Dann nehmen das ist voll geil übrigens. Super Idee, Martin. Muss ich mich jetzt mal gleich mal kurz bedanken. Danke. Finde ich eine super Idee für ein Spiel. Ich finde, das macht voll Spaß. Mhm. Dann, das ist jetzt aber richtig schwer, weil ich mich gerade... Die Frage ist, darf man am Ende auch für die Kill-Liste voten? Ja, die Kill-Liste, die wird wahrscheinlich am besten. Das ist und am längsten so, vor allem, ja. Ne? Die kriegt ja vier. Die wird gut, die Kill-Liste. Die Kill-Liste wird halt die wollen reich werden, Liste. ich schwanke zwischen Doom und Quake, weil ich die beide... Das sind die Sachen, die ich auch für dich mit nach oben gepackt habe, in die Sortierung, die Shooter. ich glaube, ich nehme
Doom, obwohl mir lustigerweise oft die Quake-Spiele... Nee, ich nehme Quake. Am Ende fand ich zwei Quake-Spiele sogar irgendwie besser als die Dooms. Es ist schon ganz geil, wie es anfängt. Ne? Ich habe zweimal Rollenspiele, oder Dark Souls, Action-Rollenspiele, und du hast jetzt zweimal Shooter. Man sieht schon unsere Präferenzen. Ganz cool. Ich finde übrigens, wahrscheinlich wäre es, also hast du gut gemacht, aber wahrscheinlich wäre es sogar cleverer gewesen, mit den obskuren Franchises anzufangen, weil jetzt wird es immer, ja, schauen wir mal. Könnte sein, wir können auch irgendwann aufhören, dann, wenn fade, noch Quatsch irgendwann ist. Können wir auch aufhören, okay. Genau, okay. Wenn nur noch Quatsch ist, können wir auch irgendwann aufhören. Aber es ist schon so spannend. Nee, ich darf ja noch was, ich darf noch was killen. Achso, stimmt. Ich kille Zelda. Weg damit. Oh, so ein Überblick. Tut mir nicht weh, weil ich habe ja immer noch kein einziges Zelda gespielt. Das ist so krass. Ich fast auch nicht. Ich habe die immer nur angefangen und fand sie, war immer nach einer Weile gelangweilt. Ich habe nicht mal eins gespielt, angefangen. Breath of the Wild mit Michi durchgespielt. Ach so, stimmt, ihr seht ja meinen Mauszeiger. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Und ja, ich habe auch nie eins durchgespielt, außer Breath of the Wild und das halt auch nur wegen Let's Play. Ansonsten ist halt auch wieder dieses so objektiv natürlich fantastische Serie, aber ich komme auch nicht rein. Okay, ich picke. Er pickt. Ich picke Portal. Cool. Das ist natürlich kann man nicht viel falsch machen mit, ja. Nee, da. Das Lustige da ist nämlich, dass wir mit den ganzen. Also, wir kommen jetzt schon an Serien, wo ich teilweise echt so. Einzelspiele, ja. Serie. Oh. Du musst ja nicht. Das heißt ja nicht, dass du alles spielen musst, aber nee, du willst Kreuzzeit und kannst ja auch nur die guten Sachen spielen, wenn du möchtest. Ja, ja, das stimmt schon. Und ich kille. Ich kille. Oh, das ist schwer. Aber wir machen jetzt, also wir machen keine Boshaftigkeitskille im Sinn von, dass man jemand anders was wegnimmt, sondern man kannst sagt. Kannst du auch machen. Doch, mach ich die ganze Zeit. Ach so, okay. Nee, also hast du noch keinen von uns was weggenommen. Meine nein, ich eher so von wegen, nö, finde ich, brauche ich echt nicht. Ich ja, das brauchst du ja nicht killen. Das geht schon ein bisschen die anderen, also ist nicht ganz so, also man hätte schon ein bisschen drauf kommen können. Also ganz mittelboshaft war ich mal. Das wundert mich überhaupt nicht. Ja, mittelboshaft ist auch eine gute Einstellung. Nicht zu viel, das ist nicht echt zu viel. Schwer, weil guck mal, von all von denen. Julius hat noch geradet. Von all denen. Oh, geil, danke schön. Merci, Jules. Geht jetzt schon also, Hause. Daniel? Ich weiß nicht, was ich killen soll. Noch ist es so, wenn man jetzt sagt, ich kille dieses und jenes, dann haben sie es alle auch nicht so richtig verdient. Ja, also es geht ja ein bisschen um die kompetitiven Gedanken. Lego zum Beispiel ist schon sehr breit, ja. Also, Daniel, vielleicht um dich zu beruhigen, das ist jetzt nicht, dass das dann morgen den Publishern vorgelegt wird, dass sie die Serien einstellen müssen. Jetzt. Aber es geht ja darum, jetzt zu gewinnen auch. Ich möchte ein bisschen den kompetitiven Gedanken doch noch haben. Ja, aber den Gewinn kriegt man ja mit Dark Souls das, was du sammelst schon, und nicht das, was du rausschmeißt. Ja, Mass Effect ist auf jeden Fall auch ziemlich weit vorne. Ach nö, für den kompetitiven Gedanken will ich das nicht. Das ist mir egal. Dann kille ich jetzt. Ich denke auch an die Leute, die wollen ja auch mit abstimmen nachher. Er killt SimCity. Ja. Weil. Weil es sich selbst gekillt hat. Ich weiß nicht, ich fühle da gar nichts mehr dabei. Bei dem ganzen Ding. Oh, jetzt kam man Conker nachgerutscht gerade. Okay, jetzt bin ich dran. Da sind aber jetzt auch echt gute Sachen drin. Schwierig. Command & Conquer hat gerade nachgerutscht. Natürlich Top-Serie insgesamt, muss man schon sagen. Und auch ein geiles Remaster. Das ist ja auch mal, wenn ich hier unten links gerade Warcraft sehe, auch Top-Serie und Warcraft 3, eins der besten und einflussreichsten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten. Aber wenn man an die Remasters denkt zwischen Warcraft und Command & Conquer, dann weiß man, welche Serie da gewonnen hat. Weil einer hat scheiße gemacht und einer hat super gemacht. Wie traurig, das Warcraft 3 Remaster, meine Herren. Naja. ist das. Ich nehme. Ich muss auch dem Herzen folgen jetzt an dieser Stelle. Ich nehme XCOM. Damals ja, eine super Serie. XCOM, das Original, das UFO, Enemy Unknown, das Terror from the Deep und natürlich super wiederbelebt jetzt mit den neuen XCOM-Spielen, die auch alle top geworden sind. Einfach eine sensationelle Serie. Also das landet bei mir in der Spieleliste. Und jetzt killen wir noch was. Was killen wir? Dann
bin ich so gemein und kill Command & Conquer. Du Arschloch, du dringendes Arschloch. Ich mache das mal nach oben, die Killliste, weil dann ist das, glaube ich... Das war jetzt wirklich, das war reine Boshaftigkeit und dafür hasse ich dich abgrundtief. Dann kann ich jetzt nämlich hier unten räuchern, dann kann ich das jetzt merken, dann kann ich mich die drei Reihen immer behalten, wenn ich die Killliste... Das Problem ist mit den drei Reihen, was ihr euch gewünscht habt, vielleicht zoome ich dann gleich doch noch heraus, weil wir mehr Listen haben, weil das dann kriegen wir, voller wird. Ja. Wir kriegen das schon hin, wir kriegen das alles hin. Ja. Also, da sind wir jetzt. Dann ist der... Fritz jetzt dran. Da bin ich dran. Ja, dann nehme ich, bevor es mir jemand wegnimmt, obwohl ich Teil 3 New Vegas und Teil 4 immer noch nicht wirklich mal in der Tiefe gespielt habe, aber weil ich so viel Spaß mit Teil 1 und Teil 2 hatte. Du meinst God of War New Vegas, Detail, oder? Genau. auch wenn ich mich tatsächlich an vieles im Detail überhaupt nicht erinnern kann, aber es war doch irgendwie so prägend. Außerdem immer schön die Cranberry-Alben dabei gehört, nehme ich natürlich Fallout jetzt mal. Ah, okay. Das ist auch ein außerdem passt es irgendwie sehr so. Ich mag ja dieses Sci-Fi-ige und Retro-Sci-Fi-ige total. Und ich kille Amnesia, weil ich das allein schon für die ganzen prätentiösen Spielejournalisten-Artikel, die dann mit dieser Art von Spielen ging diese Art von furchtbar prätentiösem Spielejournalismus los. Echt? Dieser ganze ich analysiere euch jetzt das mal und jeder, der irgendwie große Spiele mag, ist sowieso falsch. Nur ich habe mit meinem einen Indie-Spiel recht. Diese ganze Spoke. Den Teil habe ich irgendwie verpasst. Ich glaube, er meint die ganzen hochtrabenden Artikel, die über unser Let's Play von Amnesia geschrieben wurden. Daniel. Das kann natürlich auch sein. Die das analysiert haben. Wie revolutionieren diese jungen Männer nur die Unterhaltung und so. Ja, cool. Dann picke ich, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, aber ich picke tatsächlich Uncharted, weil ich einfach unfassbar viel Spaß mit allen vier Teilen gehabt habe und die für mich das sind, was halt so Steven Spielberg Abenteuerkino ist. Und in einer Perfektion. Ne, wenn du nur mal Spaß willst, dann spielst du Uncharted. Und wenn du keinen geil. Spaß hast, dann ist dein Problem anderswo. So. Und ich kille mit Vergnügen Battlefield. Ach, wie schön. Raus ja, das finde ich auch gar nicht so. Ich habe gestern, dann doch dachte, fuck it, ich arbeite heute nicht. Ich spiele jetzt ein Videospiel. Habe ich gestern Battlefield 2042 auf der PS5 angefangen zu spielen und den ganzen Tag gespielt. Und abends hatte ich so das Gefühl, danke, jetzt habe ich. Das muss ich eigentlich nie wieder spielen. Ich habe jetzt alles gesehen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas drin ist, was mir irgendwas noch geben kann. Und das war echt so, okay, und dafür jetzt so ein großes Spiel? Wofür war das denn da? Und abends dann doch gedacht, doch lieber Arbeit. Ja, dann lese ich doch lieber was gegen. Also. Super. Cool, Martin ist wieder dran. Doch, stimmt, ich bin wieder dran. Ja. Was haben wir denn hier? Auch echt viele, viele gute Sachen. Ich pick Baldur's Gate. Baldur's Gate habe ich damals. Ich habe Baldur's Gate 1 immer noch nicht gespielt. Damals nicht und auch heute nie nachgeholt. Aber Baldur's Gate 2 sehr geliebt. Und ich freue mich sehr auf Baldur's Gate 3. Weil ich die Serie mag und weil Larian Studios halt dahinter steht, die mit Divinity Original Sin 2 immer noch mich so beeindruckt haben. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Von daher ist das. Baldur's Gate, da kann ich und will ich nicht ohne. Und dann killen wir jetzt noch was. Was killen wir denn? Dann kill ich Assassin's Creed. Oh ja, Assassin's das ist super Creed. Zum Killen, das gehört auch. Das muss aus vielerlei Gründen gekillt werden. Und das muss reichen als Begründung. Vielerlei Gründe. Würde ich dir sogar zustimmen. So, auch wenn ich, glaube ich, mit keiner Spielereihe mehr Zeit verbracht habe. Aber puh, ja, naja, ist okay. Fritz. Letztens Baldur's Gate 1 auf der Switch angefangen zu spielen, in irgendeinem Urlaub. Geht auch, kann man auch machen. So, was haben wir denn hier an Auswahl? Eigentlich müsste ich ja sowas wie Arma nehmen, das würde ja eigentlich sehr zu mir passen. Schön nachgerutscht, wieder. Ja. Genau. Bioshock lockt mich natürlich auch total. Ist auch gut. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal, weil es doch so oft und weil es so überraschend war und weil es so viel Einfluss irgendwie dann doch ein bisschen so auf unser Leben hatte, aus unerwarteter Richtung, nehme ich Lego. Lego, oh cool. Ja, weil cooler Pick. Das so,
es war jetzt auch am Wochenende wieder so lustig, weil mehrere Leute uns auf dem Event oder mir auf dem Event auch erzählt haben, dass sie halt über Lego City Undercover zu GameTube gekommen sind und wie wir sie, und jetzt kommt die schreckliche Aussage, offensichtlich auch geprägt haben, manche junge Leute, was ja furchtbar ist, wenn Leute von uns geprägt werden. Das kann ja nur nach hinten losgehen, aber ich fand es so cool und deshalb. Es Lego geht aber City, schlimmer, als von uns Lego geprägt zu werden. Das stimmt, aber nicht so viel schlimmer. Ja. Und Lego, und sowohl, man muss ja auch wirklich sagen, das Spiel ist fantastisch, aber auch euer Let's Play ist einfach auch super. Da passt beides zusammen. Ich finde es einfach hervorragend. Das kann ich schon verstehen, warum Leute davon begeistert sind, von beidem. Und ich kille Minecraft. Er killt Minecraft. Das mich so nervt. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe zu spielen, ich fand es immer nur so, warum soll das irgendjemand? Das ist so eine langweilige Scheiße. Furchtbar. Ich glaube, wenn man Kinder hat oder Kind ist, dann ist es einfach schon sehr, sehr krass gut. Ja, aber dann war ich halt schon zu alt dafür. Ja. Nee, Minecraft, nee. Und dann taucht es überall immer auf und Leute. Und es stirbt halt aber auch nicht, ne? Das ist ja, es nervt mich auch in der Arbeit so sehr, das Spiel. Stirbt so, halt irgendwo taucht es immer wieder auf. Du denkst so ein bisschen so dieses, okay, jetzt hast du mal irgendwie so ein Spiel oder eine Spieleserie, womit du gar nichts anfangen kannst, ja kein Problem. In 5 Jahren redet da keiner mehr drüber. So, Sache erledigt. Aber nein, Minecraft taucht ja immer wieder irgendwo auf. Aber. Weißt du, wo ich einigermaßen froh bin? Wir haben ein bisschen diese Phase hinter uns gelassen, wo entweder das ist wie das und das in Minecraft oder das ist so ein Spiel im Look von Minecraft. Eine Zeit lang gab es das richtig viel. Das stimmt. Ja. Und boah, hat nachdem alle anderen gemerkt haben, es funktioniert halt nur bei Minecraft. Ja. Nirgendwo sonst hat es funktioniert. Und dann haben sie auch aufgehört. Aber es gab so eine Weile, weiß ich, so vor 5, 6 Jahren ungefähr war das. Das bei ist den Souls-Spielen hat es ja zum Beispiel auch funktioniert. Da hat es viel besser funktioniert, dieses Prinzip zu nehmen. Aber da war es ja auch ein ganzes Gameplay-Prinzip, nicht nur ein Look. Also das war ja, glaube ich, ein bisschen so der große Unterschied. Genau, aber damit bin ich für diese Runde durch. Genau. Cool. Ich picke Red Dead. Das ist natürlich auch weil das zweite, vor allem der Zweier, nicht ohne Fehler ist, sondern ich halte den Zweier ja für wesentlich schwächer als die Weltpresse. Aber ich glaube, dass beide in dem mir geliebten Western-Szenario oder auch, sag ich mal, Western-erwachsen gedacht, sehr mutig, sehr viel richtig gemacht hat. Auch wenn sie dann mit dem Mut im zweiten Teil dann auch sehr viel traditionell geblieben sind in anderer Hinsicht, da viel falsch gemacht haben, aber ist egal. Beide zusammen auf ihre Art sind schon echt mega krass gut. Ja, das sind und gehören einfach da mit rein. Und ich kille, jetzt ist Forza nachgerutscht, ist natürlich auch eine Überlegung wert, ne? Aber ich glaube, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich kille Watch Dogs, okay. Weil sie mit dem, was sie im ersten eigentlich so cool hingekriegt haben, das alles quasi wieder eher aufgegeben haben mit den weiteren Teilen und Watch Dogs ein bisschen für mich für den Niedergang von was steht, was Ubisoft-Titel mal für mich waren. So, das erste war noch irgendwie so eine. Es war nur ganz kurz. Okay. Das erste war noch irgendwie so eine, sag ich mal, kompakte Erfahrung mit einem coolen Stadtsetting, auch wenn der Hauptdarsteller ein Idiot war, aber egal, auch der war irgendwie ein passender Idiot. Aber er war immer noch ein tausendmal passenderer Idiot als die ganzen danach. Er war vor allem auch einfach mal ein Charakter, auch wenn er ein Arschloch war und auch wenn diese Technik jetzt in Legion mit diesen vielen Leuten, auch wenn das irgendwie faszinierend ist, das ganze Spiel ist ein so komplett zusammengewürfeltes Dings da, du erlebst London nicht wirklich, du erlebst deine Figuren nicht wirklich, die Story ist egal, es ist, als hätten es 10 Designer-Teams oder 50 gleichzeitig irgendwas gemacht und das ist irgendwie so traurig. Haben sie auch. Deswegen, das ist die Definition der Ubisoft-Krankheit, diese Serie. Ja, von einer halbwegs kohärenten Vision in die totale, wir bauen jetzt unsere Spiele wie das Ford T-Modell 1, wie der hieß, also fließbandmäßig. Ja. Das war, ja. Ja, genau. Leider verdient, finde ich auch. Also, so sehr ich den ersten Teil immer noch echt zu schätzen weiß. Ja. Okay, Martin. Dann, und jetzt
muss ich es picken und ich bin froh, dass ich es noch picken kann. Ich hatte schon Angst, der Fritz nimmt es mir weg. War auch vorhin kurz davor. Doom, oder? Ich pick Doom. Es muss einfach sein. Ich bin gar nicht so ein Shooter-Fan. Man sieht es auch an meiner Liste. Es sind jetzt Strategie und Rollenspiele vor allem. Und Doom ist so ein bisschen die Ausnahme. Ich weiß nicht, was das hat. So, Doom kriegt mich immer. Erstmal die alten Dooms, halt 1 und 2. Immer wenn auf YouTube mir der Algorithmus irgendwas vorschlägt, irgendwas völlig Obskures zu Doom 1 oder 2, so funktioniert der Nightmare-Modus in Doom wirklich. Und dann wird erklärt, dass die irgendwie 200% schneller laufen und so viel respawnen. Oder so funktioniert das Ammo-Pickup oder irgendein Quatsch, irgendein Speedrun. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gucke mir das immer an, wenn irgendwas von Doom 1 oder 2 vorgeschlagen wird. Ich habe vor einer Weile nochmal Doom 1 und 2 gespielt. Und war begeistert, wie gut die noch funktionieren, wie viel Spaß die heute noch machen. Und dann habe ich von einer Weile Doom 64 gespielt zum allerersten Mal. Fand das auch ziemlich cool. Und dann natürlich die neuen Dooms. Gerade das Eternal ist so, ich finde, das ist so unfassbar gut. Und das, obwohl ich halt sonst mit Shootern nicht viel anfangen kann. Es gibt gute Shooter, spiele ich auch irgendwie ganz gerne und so, aber das haut mich nicht vom Hocker, aber irgendwie alles mit Doom. Bis auf Doom 3 war ich nie so ein Fan von. Aber oh, das ist auch geil, wenn man es richtig spielt. Ja, vielleicht, keine Ahnung, das hat mich, vielleicht müsste ich es nochmal machen. Aber die Doom-Franchise ist für mich, also ist für mich persönlich super, ist natürlich auch für einfach die gesamte Videospiele, ist das ja eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten, was das losgetreten hat damals und die Firma auch noch. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass das noch überlebt hat, dass ich das noch in der Liste nehmen konnte. Sehr schön. Also, das ist toll. Und dann killen wir noch was. Was killen wir denn? Ich finde, jetzt wird es leichter, Sachen zu killen. Ja, die Frage ist jetzt, wie böse bin ich? Ich bin ja nicht mal so böse. Ich glaube nicht, dass das jemand nimmt. Es gehört einfach. Killer Call of Duty. Ich kille Call of Duty gerade. Wir nehmen das eine, die eine Video, die eine Shooter-Franchise, nehme ich in meine Liste, die andere wird gekillt. Das ist super beliebt und alles. Und ich habe letztens noch mal ein Video gesehen über Modern Warfare, das erste. Und das ist eins von zwei, also ich habe zwei Call of Duties gespielt. Und ich stimmt gar nicht drei. Ich habe eins ganz früher gespielt, an welches genau erinnere ich mich nicht, das, wo alles noch Zweiter Weltkrieg war. Mhm. Das habe ich gespielt, irgendwann Mitte der 90er. Und dann habe ich Modern Warfare gespielt, fand das ziemlich cool. Und später noch eins mit Kevin Spacey. Weiß gar nicht mehr, welches das war. Das war super. Das war auch ganz gut. Und die haben ja auch Spaß gemacht. So. Ich glaube, Mitte der 90er gab es die Serie noch gar nicht. Ich weiß nicht, 2001 oder so? Ja, oder so. Ja, stimmt. Ist ein bisschen weit zurückgegangen. Aber eins der ersten, was im Zweiten Weltkrieg noch war, damals habe ich gespielt. Naja, aber ansonsten, steht für vieles, was ich nicht mag, in diesem Videospiel, Kosmos und in der Industrie. Und deswegen, das gehört gekillt jetzt hier. Tschüss. Ja, finde ich in Ordnung. So. Jetzt müsste ich eigentlich mal wieder ein bisschen was Moderneres nehmen, aber ich komme nicht an den gelben Buchstaben vorbei. Ja, ich glaube, ich weiß es. Ich kann es nicht anders. Ich nehme Duke Nukem. Echt? Ja. Und zwar nicht, weil es in irgendeiner Weise als Serie irgendwie toll war. Also alles vor Duke Nukem 3D war scheiße. Alles nach Duke Nukem 3D war scheiße. Aber Duke Nukem 3D war so ein Spiel seiner Zeit und ist auch genau wie Doom, wenn du das heute anmachst, es macht instant wieder super Spaß. Es funktioniert immer noch. Und das musst du, finde ich, auch erstmal schaffen, diesen Sweet Spot zu treffen, dass du da was hast, was auch 20 Jahre später oder noch länger, 30 Jahre später bald, immer noch so funktioniert. Und das funktioniert, finde ich, bei Doom. Obwohl ich lustigerweise, ich habe Duke Nukem 3D nie komplett durchgespielt. Aber das hatte ich auch bis vor ein paar Jahren bei Doom 1. Ist nie komplett durchgespielt, weil die Art von Spielen dann immer nach einer Weile dann doch zu wenig irgendwie Story oder Neuerung in den späteren Leveln brachten. Auch dieses, dass es halt dann diesen Ansatz hatte, mit immer mehr zu einem Labyrinth zu werden. Das fand ich bei Doom ab einem gewissen Punkt war mir das dann über. Aber also es gab selten ein Spiel, zu dem ich immer mal wieder so gerne zurückgekehrt bin. Ich weiß nicht, ob wir Dark Forces hier noch in der Liste haben, aber da habe ich es halt auch so gedacht. Das gibt's ja nicht, dass das immer noch instant fun ist und immer noch instant geil ist. Deshalb
ich kann nicht anders. Oh, jetzt könnte ich ja gemeinsam Ultima killen, okay, ich mache keine Kills, um irgendjemand was wegzunehmen, sondern ich mache wirklich nur Kills, wo ich sage, brauche ich nicht, bringt mir nichts, gibt mir nichts. Und deshalb kill ich, ist relativ easy jetzt hier Forza. Weil, ja, die sehen immer ganz nett aus, die Rennspiele, aber ich verliere zum Beispiel auch an dem Forza Horizon echt schnell die Lust. Also ich finde, das ist so, also gerade diese letzten mit den Open Worlds. Wo man gar nichts mehr erreichen musste. Ja, das war irgendwie alles, das fühlte sich so beliebig an. Und ich finde vor allen Dingen Forza Horizon, ich finde das eigentliche Fahren auf der Straße unglaublich unbefriedigend. Gerade im Vergleich zu einem Drive Club zum Beispiel, wo ich die Erfahrung auf der Straße, du allein mit der Straße, immer noch so cool fand. Und bei Forza war es so egal und beliebig alles. Und dann dieses Ganze, wir sind die hippen geilen Leute dazu. Oh, bitte, erschieß mich. Also das geht alles in die völlig falsche Richtung. Für mich persönlich, um Gottes Willen. Für viele andere natürlich nicht. Aber deshalb killen wir das jetzt hier an der Es ist tot. Stelle. Es ist tot. Jim, es ist tot. So, ich picke natürlich Ultima, auch wenn ich diese langjährige Serie auch gar nicht so ins Detail kenne. Also gut, die ersten drei, wie alt und obskur sind die, dann 4 bis 6, habe ich nur den 6er, glaube ich, einen Nachmittag gespielt und den unter schwerster Migräneattacke, also habe ich auch nicht so viel mitgekriegt. Aber allein 7, 7, 2, Underworld 1 und 2, 8 so ein bisschen, 9 nicht mehr ganz so, aber 9 halt mit der Erfahrung damals, was das halt technisch war. Also jetzt nicht, dass es technisch so gut ausgereift war, aber was es halt sein wollte, sag ich mal, allein 7, 1 und 2 und Underworld 1 und 2 waren solche Meilensteine, die eigentlich die ganzen 3D-Rollenspiele der späteren Jahrzehnte erfunden haben. Wer die immer noch nicht gespielt hat, kann ich nur sagen, spielt das mal. Gibt es bei GOG, ist günstig. Gerade Ultima 7, 1 und 2 kann man mit Exult perfekt modden. Und Underworld 1 und 2, spielt das mal, dann merkt es irgendwann. Da braucht ihr auch kein Elder Scrolls mehr. Also dann wisst ihr zumindest, wo es herkommt. Und killen tue ich. Ich hatte jetzt schon langsam ein bisschen Lust drauf, irgendeine von den größeren Marken zu killen, aber ich kille jetzt exemplarisch schon mal Guilty Gear, weil ich es gerade erst googeln musste, was es überhaupt ist, und dann war es ein Anime-Fighting-Game, und das soll stellvertretend gleich mal alle Anime und alle Fighting-Games in den Orkus. Oh, Fighting. Ich hab letztens gerade... Ja, mache ich. Ich höre ja schon auf dich. aber ich habe letztens ein ganz cooles Video auf Polygon gesehen zu Fighting-Games und über die Community, und das hatte ich schon in anderen Kontexten mal gesehen. Okay. Die Fighting Games haben eine geile Community. Ja. Die haben so eine richtig passionierte Fanbase, die aber irgendwie dieses Positive haben. Es gibt so manchmal so schwierige Communities und Fanbases. und die Fighting Games sind irgendwie total coole Leute. Ich habe noch letztes Mal ein Video über so die Competitions gesehen. Das hat irgendwie so einen richtig positiven Vibe. Also das finde ich ganz cool. Anime, bin ich ja bei dir, wird gekillt. damit. Wenn Fighting Games, dann nicht Guilty Gear. Dann lasse ich mir noch eine Street Fighter-Episode eingehen und vielleicht Mortal Kombat aufgrund der humanistischen Message, die es immer in die Welt geschickt hat, aber Guilty Gear. Ja, es gibt die, wie heißen die, Friendship-Moves am Ende, gibt es ja auch noch dann. Ja. Muss sich dann so einschlagen, get over here, und dann zieht Scorpion Sub-Zero so rüber und dann umarmen sie sich und halt. Ja. Ja, siehst du? Das sind die wahren Finishing-Moves. Genau. Alrighty. Okay. Martin ist dran wieder, ne? Ich bin dran, ja. Das macht echt Spaß, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Mm-hmm. Das ist eine schöne Idee. Ah, was nicht denn? Es sind jetzt da hier ein paar Sachen. Eigentlich ist Wahnsinn, was hier teilweise schon seit Runden noch auf dem Tisch ist. Ja, ist krass, muss man ehrlich sagen. Was wirklich Gutes da noch ist. Also das, da muss ich jetzt auch mal was von nehmen. Und ich überlege was, und es fällt mir ein bisschen schwer. Ich denke, ich muss Last of Us nehmen. Gibt es jetzt ja nicht so viel, gibt nur zwei Teile. Es gibt das Add-on zum ersten noch. Und das ist auch wieder so ein Fall, das ist bei mir der erste Teil. Der hat mich einfach so beeindruckt, es hat mich so emotional mitgenommen wie kaum ein anderes Spiel. Ich habe das geliebt, es war ein tolles Let's Play mit Michi. Den zweiten Teil habe ich auch mit Michi zusammen hier auf dem Kanal gespielt. Und da muss ich sagen, ich habe selten ein Spiel gespielt, was mich so erschöpft hat. Auch emotional, also wirklich beim Spielen und emotional erschöpft, wie Last of Us Part 2.
kann ich mich an kaum ein Spiel erinnern. Nicht eben, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern es will das ja. Ne? Es will das ja erreichen und das schafft es zu gut. Also das werde ich, glaube ich, nicht noch einmal spielen. Ich bin froh, dass ich dieses Erlebnis hatte mit Last of Us Part 2. Und es war ein cooles Erlebnis, aber das mache ich nicht nochmal. Also, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, die das gespielt haben, oder ob ich da jetzt zu empfindlich bin. Aber ich fand das wirklich krass. Aber Last of Us 1, super Spiel, tolles Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen kommt das auf die Liste. Und was killst du? Ja, was kill ich? Das ist auch schwer. Was haben wir denn hier? Ich kille Age of Empires. Ich mochte es irgendwie ziemlich gern, aber ich finde es insgesamt, es ist überschätzt. Age of Empires ist überschätzt. In dieser Hochzeit der Echtzeitstrategiespiele, als das so richtig die goldene Zeit hatte mit Warcraft, Starcraft, Age of Empires und Command & Conquer, so als die wichtigsten, fand ich immer, Age of Empires war davon das Schlechteste. Und das dann damit auch, weil es auf die gleiche Stufe gehoben wurde wie die anderen, damit das Überschätzteste. Keine geilen Zwischensequenzen und keine Ionenkanonen und keine Orcas. Also ich verstehe überhaupt nicht, was. Muss man gar nicht weiter darüber reden. Überhaupt keine ansprechende Präsentation, so schon ganz so ansehnliche Grafik, aber halt. Es ist halt echt wie so ein Geschichtsbuch, was du in den 50er Jahren von einem noch vorgelesen bekommst. Wie Kaiser Gaius der Dritte dann mit seinen Kohorten die burgundische Flachebene einnahm. Ich fand es eigentlich, es ist ein sehr gutes Spiel, kann ich nicht bestreiten. Und es gibt auch viele Aspekte, die ich mag. Ich mag ja so Antike und Historisches. Aber ja, im Vergleich zu den anderen, deswegen wird es gekillt. Gut. Der Fritz ist dran. So, worauf ich schon die ganze Zeit schiele. Okay. Aber mich nicht ganz getraut haben, es zu nehmen, aber jetzt würde ich es doch nehmen, und zwar Batman. Und zwar, weil das Batman 1 für mich eins der wenigen Spiele war, also das Arkham Asylum, wo ich wirklich regelrecht geschockt war, dass es möglich ist, so eine Art von Spiel zu machen. Also, ich habe viele gute Spiele gespielt, auch jetzt hier so ein Last of Us zum Beispiel, fand ich zum Beispiel auch super toll und toll inszeniert und so, aber ich habe an keinem Punkt von The Last of Us auch nur einmal gedacht, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man das so hinbekommen kann, dass das so funktionieren kann. Und das passiert, das ist mir wirklich nur selten passiert, vor allem in den letzten 20 Jahren, nachdem dann, sagen wir mal, die Grundlagen gelegt waren. Also, nachdem dann so ein bisschen in jedem Genre so ein bisschen etabliert war, wie soll das eigentlich grundsätzlich funktionieren. Und dann kam halt Batman Arkham Asylum und hat gezeigt, dass so ein Superheldenspiel mit dieser ganzen, die Art und Weise zu steuern, die Art und Weise trotzdem diese Macht zu vermitteln und das wie so ein Film aussehen zu lassen und trotzdem komplett spielbar zu halten. Wenn mich jemand gefragt hätte, wie könnte denn ein Spiel aussehen, was irgendwie cool wäre als Batman-Spiel? Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Mhm. Und das habe ich echt nicht oft gehabt. Also ich fundamental erschüttert war davon, wie ein Spiel was neu gedacht hat. Und zwar so vollumfänglich. Deshalb finde ich auch immer noch das erste am besten, ehrlich gesagt. Weil danach war es, sie wurden immer, also der zweite war ja dann nochmal größer und besser, aber er war eben nur größer und besser. Er war nicht the first und der wirklich einfach mal einen den Kopf geöffnet hat, regelrecht. Also von daher, Batman. So. Gute Wahl. Und jetzt, ja gut, da kann ich es mir jetzt, ich mache es jetzt mal einfach, weil ich finde, dass es überflüssig ist. Obwohl, nee, ich könnte auch ein bisschen kontrovers machen. Ja, komm, kontrovers. Ah, komm, ich mache es ein bisschen kontrovers. Ach nee, warte mal, das ist ja ein einzelnes Spiel. Also ich wollte Horizon als Serie nehmen, aber das ist ja Horizon Zero Dawn. Ich glaube, damit ist die Serie gemeint. Es geht um alles um Franchises. Ne? Ah, okay. Dann nehme ich Horizon als Franchise. Okay. Möchtest du was sagen? Ja, ich fand das erste gut, aber auch ein bisschen überbewertet, weil es auch schon Open-World-mäßig erschöpfend war. Also es war,
es wurde ja von vielen so von wegen, ja, das sei jetzt endlich mal wieder gutes Open World. Eigentlich ist es das nicht wirklich. Es ist wieder über weite Strecken Abarbeitungs-Open World, eine verschwendete Open World über weite Strecken auch wieder. Ganz viele Gebiete, die nur so Set-Piece-mäßig zusammengebaut sind, die kein Gefühl von Leben vermitteln. Auch der Entdeckungsgrad ist eigentlich nicht sonderlich hoch. Da hätte man tausendmal mehr rausholen können. Und ich gehe da gedanklich oft immer zurück in, wie ich Oblivion damals als Open World erlebt habe und und erforscht habe und erkundet habe. Und da kommen halt diese ganzen modernen Open World-Spiele mit ihren ganzen echt nervigen Mechaniken auch drin. Also dieses, ja, jetzt sammeln hier diese 1000 Pflanzen für ein fummeliges Crafting-Menü, nur damit wir noch 15 weitere Bögen, Waffen dabei haben. Das ist alles auf dem Papier sehr durchskizziert, damit das halt möglichst viele Gameplay-Optionen drin hat. Aber ich finde, am Ende gibt es dem Erleben nicht so wirklich viel mehr. Und ich hätte lieber... dir total widersprechen übrigens. Müssen wir es nicht hier machen, aber das ist voll interessant, weil ich kann das total nachvollziehen und ich finde gerade das erste Horizon macht da eben sehr viel, viel richtiger als andere Spiele. Da geht es gerade so noch auf. Das stimmt auch, genau. Soweit würde ich nämlich auch gehen, da geht es gerade noch so. Und da das aber jetzt auch eine Serie war, also ich habe es schon gemerkt, ich hatte schon keine Lust mehr, den zweiten zu spielen, weil ich innerlich schon so erschöpft war durch die Erinnerung an den ersten. Also das war schon so erschlagend, dass ich so dachte, oh, da muss ich jetzt wieder so viel Scheiß machen, so viel Scheiß, was nicht die Erwachsenenversion von dem Spiel ist, nämlich die Respekt vor meiner Zeit hat. Furchtbar. Also ich finde, das steht auch so stellvertretend für das moderne Open-World-Spiel, selbst für das gute moderne Open-World-Spiel, dass das alles nur noch Abarbeitungsspiele über weite Strecken sind und dass man dem nicht entkommen kann. Und das ist alles so ermüdend. Und deshalb nehme ich es jetzt hier mit rein. Pech gehabt. Bin ich mal auf den Kill gespannt, weil ich habe jetzt zu allen... Das, Kill, ja. Das war ja mein Kill. Ach, das war dein Kill, Entschuldigung. Batman war der Pick und Horizon war der Kill. Ja, okay. Und lustigerweise ist Batman ist insofern auch das fantastische Gegenbeispiel eigentlich zu Horizon, weil selbst im zweiten Batman, finde ich, war, obwohl es da auch Sachen zum Abarbeiten gab, diese Nebenrätselgeschichten, aber ich habe beim zweiten trotzdem nie das Gefühl gehabt, ich würde wirklich was abarbeiten, außer ich habe mich wirklich darauf konzentriert, aber ich konnte es ansonsten sehr nebenbei liegen lassen. Und bei Horizon hatte ich schon irgendwie das Gefühl, als sei da viel Füllzeug drin. Aber gerade beim ersten Batman fühlte sich alles immer wertig an. Und das ist was mir heutzutage bei so vielen Spielen fehlt, dass sich alles durchweg wertig anfühlt. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich zum Beispiel so gerne nochmal in Duke Nukem 3D, so zumindest so die erste Episode spiele oder eben auch die ersten Level von einem Dark Forces, immer wieder spiele. Welches Open-World-Spiel spiele ich wirklich nochmal? Also wo ich wirklich, also die meisten Open-World-Spiele, wenn ich die nochmal anfange, nach einer Stunde oder so denke ich so, ah fuck, aber das kommt ja jetzt so viel Zeug, was ich so arbeitsmäßig machen muss, statt Hogwarts. statt eine wertige Erfahrung die ganze Zeit. Und so wurden früher halt Spiele, das habe ich bei Metroid zum Beispiel jetzt gerade wieder gemerkt, hier Metroid Prime Remastered, da ist auch Backtracking und so mit drin. Aber trotzdem habe ich nie das Gefühl, als sei das alles nur so als Beschäftigungstherapie eingebaut worden. Mhm. Also diese Wertigkeit von Zeit, die ich reinstecke, die ist in den heutigen modernen Open-World-Spielen verloren gegangen. Und Horizon steht dafür trotz der Qualität stellvertretend, weil es dieselben Probleme hat. Dieselben Schwächen. So gut das. Jetzt gut. Bist du aber dran bei mir. Ich habe jetzt tatsächlich, also die Kill-Picks sind jetzt, da gibt es jetzt schon genug. Und bei den möchte ich aber haben Picks ist es jetzt tatsächlich so, dass wenn man sich diese ganzen Serien anschaut, ist es auch eigentlich bei allen, die jetzt interessant sind, so, dass irgendwann im Laufe der Franchise der Punkt kommt, wo du sagst, irgendwann hat die Franchise aufgehört, meine Zeit zu respektieren. Ist wahrscheinlich einfach der Zeit geschuldet, dass die Serien einfach dann diese ganzen neuen Elemente dann irgendwann aufgegriffen haben, die einem die Zeit einfach geraubt haben, statt sie einem zu geben oder zu erfüllen. Das macht es jetzt halt tatsächlich ein bisschen schwierig. Es wäre zum Beispiel ein total easy Pick, Dragon Age zu nehmen, allein wegen dem ersten Teil. Weil es ja, eigentlich das letzte große Third-Party-Fantasy-Rollenspiel war mit einer wirklich coolen Welt, die quasi wie bei Mass Effect auch vom BioWare dann quasi aus der Taufe gehoben wurde und gleich funktioniert hat, die interessant war und man die
ne? Und auch der zweite Teil, der komplett unterschätzt ist. Aber den hat der dritte, der hat halt so kaputt gemacht, deswegen ist es so schwer, das zu nehmen. Bei Tomb Raider war es nicht ganz so schlimm. Die sind alle drei cool, auch wenn der 2 und 3 wahrscheinlich ein bisschen zu lang sind. Ach, da ist Tomb Raider als, da ist diese neue Trilogie quasi gemeint. Das ist cool. Tomb Raider ist alles gemeint. Also, die alten, die habe ich nie wirklich gespielt, deswegen würde ich die für mich da jetzt gar nicht mit reinzählen. Eigentlich müsste ich aus dieser reinen, das kompakte Abenteuerspiel mit Kämpfen, Klettern, Tralala, was ich ja gern mag, müsste ich es eigentlich nehmen. Aber so hab ich jetzt mit Kämpfen, Klettern, Tralala. Ja, ja, ist ja so. Das schreiben wir auf die Packung drauf. Aber der Dark Force 86 sagt es richtig, ich picke jetzt God of War, weil das nämlich eine extrem langlebige Serie ist, mit sehr vielen Teilen schon. Lass uns mal zählen. God of War 1, 2, 3, Ascension, 2 für die PSP, und 2 neue jetzt. Ne? 8 Spiele. Ist schon eine ganze Menge. Und von den 8 Spielen sind vielleicht die von der PSP-Plattform bedingt etwas, ja nicht mal dürftiger. Die sind auch gut. Die sind auch, genau, und sind halt kompakt. Und nur Ascension ist das, was ein bisschen abfiel, weil es von einem anderen Team war. Alle anderen 1, 2, 3 sind fantastische Actionspiele, die genau die Art von Action-Erfahrung ist, die man möchte, mit großen Setpieces, einer coolen Geschichte, Wendungen drin, einem coolen Kampfsystem, keiner übertriebenen Progression, sondern du wurdest halt stärker, und zwar, wenn du es musstest und nicht, weil irgendwelche Zahlen hochgeschossen wurden. Und eigentlich mit einem super coolen Reboot, muss man auch erstmal schaffen, dass man ein Spiel mal neu denkt, auch wenn es dann wieder quasi der Zeit angepasst war. Und das Einzige, was jetzt, finde ich, abfällt, ist Ragnarök, weil es eben schon wieder so viele Elemente vom modernen Spieldesign mit aufgenommen hat, dass ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Aber von 8 Spielen 7 fantastisch. Nee, sag ich mal, von 8 Spielen 6 fantastisch und 2 halt nicht ganz so fantastisch. Deswegen nehme ich God of War. Guter Pick auch, ja. Ich habe das Ragnarök nicht gespielt, aber das vorletzte ist halt auch so geil gewesen. Da mit Michi auf GameCube hier gespielt. Das war das letzte. Oh, auch so geil. So, jetzt kommt der Kill. Ich schwanke zwischen 3 Titeln. Einer ist ein bisschen frech. Ja, komm, bisschen Salz in die Suppe hier. Salz in die Suppe. Ich kille jetzt Resident Evil. Aber nur aus persönlichem Geschmack, weil ich glaube, außer dem Vierer hat mich nie eins ans Pad gelockt, wirklich. Und ich habe es echt versucht. Und ich respektiere jeden und ich kenne so viele in den Redaktionen, die lieben Resident Evil abgöttisch, die kennen alle Teile in- und auswendig. Ich freue mich total, den Vierer Remaster, das Remake jetzt zu spielen, bin ich total scharf drauf, weil ich den Vierer so geil gefunden habe auf der Wii. Ganz erschließt sich es mir dann auch wieder nicht. Ja. So. Ah, wie gut das zweite Resident Evil ist. Wir haben gerade, Resident Evil 4, das Remake, und haben ja letztens ein bisschen über unsere Lieblingsteile gesprochen. Und ich bin jetzt natürlich nicht so ein Resident Evil Fan, wie Michi das zum Beispiel ist. Und ich habe auch nochmal unseren Podcast gehört, den ich mit Michi gemacht habe, der war auch ganz interessant nochmal. Ich habe alles schon vergessen, was ich gesagt habe und was Michi gesagt hat. Also ich bin natürlich nicht so ein Fan, aber trotzdem, es hat so geile Teile. Also Resident Evil 2, die Revelations-Teile beide, das ist schon ein gutes, das 7er. Ja, ja. Verstehe ich, aber trotzdem hat es, und ich habe in meinem Leben echt viel gespielt, trotzdem hat es nie eins geschafft, mich, nie eins durchgespielt, nie hat mich, dass ich jetzt denke, okay, kann es kaum erwarten, jetzt wieder Resident Evil 7 weiterzuspielen. Mal schauen, wie es bei Village in VR jetzt wird. Ich weiß es nicht, irgendwas fehlt mir da. Vielleicht ist es mir einfach zu doof von der Geschichte oder von dem ganzen Grundsetting und vielleicht, ich weiß es auch nicht, vielleicht habe ich zu viel in zivildienstleistenden Buden rumgesessen und Leuten dann Resident Evil 2 Spielen zugeschaut und mir gedacht, was macht denn ihr da? Egal. Ja, dann pick ich jetzt. Wie lange machen wir denn jetzt noch? Machen wir noch eine Runde weiter? Weil es macht jetzt Spaß, aber jetzt werden halt gerade die Balken voll. Deswegen Ach, wir machen noch überlegen, ein bisschen. Oder wenn bis irgendwie nichts Interessantes mehr kommt, würde ich sagen. Du pickst jetzt Bioshock, kommt, worum geht's denn? Wir machen, wir wählen unsere Lieblingsspiele-Serien und jeder hat aber auch immer, nachdem er eine Lieblingsserie gewählt hat, hat er die Wahl, Möglichkeit, eine andere zu killen. Entweder aus Boshaftigkeit, damit der andere sie nicht wählen kann, oder weil er sie einfach nicht mag. Genau. Also wir suchen uns hier was raus. Und ich sage zum Beispiel, ich nehme Bioshock, und Bioshock ist eigentlich super interessant, der Pick. Weil ich habe Bioshock 1 nicht gespielt, ich habe Bioshock 2 nicht gespielt. Aber ich habe Bioshock Infinite gespielt und finde das sehr, sehr super. Und ich glaube, dass ich auch Bioshock 1 und 2 super finden würde. Ich
das ist manchmal so Zufall, was an einem vorbeigeht und ich will das immer noch nachholen, das steht schon ewig. Hat auch die Raytracing-Remakes. Das ist mir ja nicht so wichtig. Es gibt ja die Remasters, immer nicht, aber das reicht mir völlig. Ja. Und wie gesagt, Infinite war ich begeistert einfach von allem. Die Story, die Präsentation, auch immer. Und was ich auch bei den Bioshock-Spielen schätze, ist die Ambition, auch wenn die nicht immer erreicht wird. Ich finde, es ist wichtig, dass wir diese Ambitionen haben in Spielen und bei den Spieledesignern, weil das auch uns nach vorne bringt. Und das hat Bioshock wirklich sehr viel, auch wenn es nicht immer geglückt ist dann am Ende. Bei Bioshock, das ist ja jetzt gerade 10 Jahre geworden, ne? Da kommen jetzt gerade ganz viele Artikel um Bioshock herum raus und ich habe das jetzt nicht doll verfolgt in den letzten Jahren. Das war letztes Jahr. Nee, Bioshock Infinite 2012. Ist 10 Jahre. Oder ist es? Ist 2012 erschienen. Ah, okay, ich dachte 2013. Weil jetzt gerade, weil vor ein paar Tagen kam dieser Artikel mit von Bioshock Infinite ist jetzt genau 10 Jahre alt. Nee, doch, ach stimmt, Entschuldigung, 26. März 2013, ja, hast recht. Genau, und es gab lauter Artikel so ein bisschen. Und in welche unterschiedlichen Richtungen die geben. Weil die Wahrnehmung von Bioshock Infinite kam mir damals sehr gut an, hat gute Presse bekommen und so. Die Wahrnehmung hat sich in den letzten 10 Jahren scheinbar zumindest in manchen Kreisen extrem gewandelt. Also echt? Das ist heute, ja, da war ich auch total überrascht drüber, bei wie vielen auch großen Outlets ich sehr kritische teilweise Artikel dazu gelesen habe, wie sehr doch eigentlich Bioshock Infinite bei vielen Themen versagt hat, die man heute, 10 Jahre später, anders sehen würde. Da geht es gerade um bestimmte politische Sachen, bestimmte gute, böse Leute auf beiden Seiten, Geschichten und solche Geschichten auch. Mhm. Es geht, glaube ich, auch ein bisschen um Rassismusgeschichten. Es geht ein bisschen auch um Game Design, wie eigentlich Bioshock Infinite, was das Game Design angeht, versagt hat, gerade im Vergleich zu den ersten beiden Spielen. Und da waren super spannende Ansätze drin, die mir nie in den Kopf gekommen wären, die ich nie so gesehen hätte, die ich auch nicht alle unterstreichen kann, muss ich auch gestehen. Also bei manchen Sachen habe ich gedacht, jetzt kommt mal wieder runter. Ne? Kannst du sagen, wo das so war? Interessant. Wo so ein Artikel zum Beispiel ist, weil das würde ich tatsächlich auch sehr gerne lesen. Muss ich dir mal rausschicken. Einer der krassesten ist sogar schon, glaube ich, ein paar Wochen mindestens oder ein paar Monate sogar alt gewesen. Weißt du noch, also da war ich wirklich so, ich weiß nicht mehr genau. Ich gucke mal nebenbei, ihr könnt ja ein bisschen weiter erzählen. Während der Fritz gerade guckt, sage ich mal kurz was aus meiner Sicht dazu. Ich schaue auch ganz gerne mal so Video-Essays auf YouTube zu spielen und das natürlich so ein Spiel wie Bioshock und Bioshock Infinite, ein Spiel, was sowas unlockt, wo es viele Videos dazu gibt, diese Video-Essays. Und da wird es durchaus auch kontrovers diskutiert. Ja, manchmal ist es geglückt, was sie machen wollten, ist das nicht geglückt. Und wie ich eben schon gesagt habe, das hat halt diese Ambition und vieles ist nicht geglückt und vielleicht gerade mit 10 Jahren Abstand und einer anderen Zeit, in der wir heute leben, wie du gesagt hast, solche Rassismus spielt eine sehr, sehr große Rolle, ne? Sehr plakativ auch in Bioshock Infinite und würde man vielleicht heute teilweise anders behandeln. Aber erstmal finde ich, muss man das vergleichen mit anderen Spielen, welche Spiele behandeln das Thema denn überhaupt? Ja. Ja, von den Spielen. Welche widmen sich denen denn überhaupt? Und ja, da gehört halt Bioshock Infinite zu einer der super Ausnahmen. Da kannst du ja wahrscheinlich im 0, irgendwas Bereich fast, wenn du nicht noch Indie-Spiele mit reinnimmst, aber von AAA-Produktionen so gut wie keins, gibt es ganz, ganz wenige. Das ist das Erste. Erstmal finde ich es gut, dass überhaupt dann so ein ganzer Komplex, Rassismus, politische Themen und auch andere philosophische Fragen da aufgegriffen werden. Dann finde ich auch, wenn man sagt, jetzt ist das geglückt mit Gameplay, das hast du ja schon bei den ersten System Shock so ein bisschen gehabt, dass dann immer gesagt wurde, ja, am Ende wurde es ein bisschen zu stumpf, sie hatten ganz andere Wünsche und wollten was anderes erreichen und nachher wurde es dann doch zu einem bisschen blöden Shooter so ungefähr. Und das sind alles schon, finde ich, valide Kritikpunkte und wenn man das halt so als Gesamtkunstwerk betrachtet, kann man sowas auch rausarbeiten. Aber ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, das sollte sich dann zu sehr drauf versteifen auf sowas und das finde ich schon unfair fast behandeln, weil sie irgendwie, was ich halt schätze, ist, dass ein Spiel Ambitionen hat und auch wenn es die nicht erreicht, gibt mir das was, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute messen dann an diesen Ambitionen oder an dem, was sie von dem Spiel erwarten, die und beurteilen es danach, was ja nicht per se verkehrt ist, aber wenn du dann
sagst, okay, es hatte sehr hohe Ambitionen, hat ihn nur zu 3/4 erfüllt, aber diese 3/4 sind dann trotzdem noch, finde ich, besser als die meisten aller anderen Spiele, dann ist es nicht fair zu sagen, das Spiel ist gescheitert sozusagen, weil es halt nicht diese super hochgesteckten Ambitionen erfüllt, auch wenn es dann trotzdem noch besser ist. Also das ist so mein Gefühl, wie ich das sehe, diese Diskussion dann manchmal. Also zum Release herum finde ich das schon, aber zum, so jetzt gerade so in so einer 10 Jahre später Diskussion, fand ich es halt spannend, doch mal einen anderen Blick darauf zu sehen, weil der mir, den, auf den wäre ich nicht mal gekommen, auf diese, dass es da eventuell Diskussionen in solche Richtungen gibt, dass es überhaupt mal aus einer anderen Perspektive gesehen wird, weil mir diese Perspektive einfach nicht eigen genug dazu ist. Also da bin ich persönlich zu weit weg davon, habe ich keinen Zugang zu. Und das fand ich halt, super spannend. Also einen von den Artikeln habe ich auf jeden Fall gefunden. Der ist bei GamesRadar. Das war, glaube ich, der schon eine Weile her, der hieß A Decade After Launch, Bioshock Infinite Players Seem to Feel Very Different About the Acclaimed FPS. Das war der erste, der so ein bisschen in diese Richtung ging, war aber eher so ein bisschen kleinerer. Aber ich hätte gedacht, es gab Eurogamer oder so einen, wo ich wirklich dachte, das ist eine sehr schlaue und interessante Analyse zu dem Spiel nochmal, also die mir auch wirklich was, die war nicht, das war nicht prätentiös, sondern das war wirklich, es hat mir nochmal einen anderen Blick auf das Spiel gegeben und eine andere Art Verständnis dafür. Und das fand ich richtig, richtig gut. Aber also das finde ich gut. Da muss ich euch zustimmen, dass man manchmal, also wenn Sie das sagen, eben noch andere Sichtweisen aufdecken und auch sagen, was da geklappt hat und was nicht. Aber ich habe manchmal nur das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so ein bisschen unfair beurteilt wird. Das fand ja, also, ich dann, also wenn halt dann nur Leute kommen, die halt so von wegen, ja, ich will halt noch irgendwas dazu sagen und greift das jetzt dann auf, damit ich dann gut aussehe, wenn ich das irgendwie auseinandernehme, das ist dann, da hört es dann auch schnell auf. Aber da waren halt wirklich interessante Ansätze, gerade auch so, was halt dann doch das, die Veränderung, ich muss wirklich den Artikel finden, die grundsätzliche Designveränderung von 1 und 2 zu 3 hin zu mehr so eine Art Set-Piece-Verständnis von den Umgebungen, wo du im Grunde genommen immer wieder dieselben spielerischen Lösungen für jedes neue Set-Piece hattest, während du beim ersten, weil auch ein bisschen mehr Backtracking drin war, du tatsächlich gelernt hast, die Umgebung tatsächlich kennengelernt hast und zu nutzen gelernt hast. Und das ist tatsächlich was dadurch, dass Bioshock Infinite viel mehr von einem Ding zum nächsten geht, also viel mehr so levelmäßig war, das stimmte. Das war mir damals beim Spielen auch schon aufgefallen, dass der Immersive Sim-Ansatz, der ursprünglich mal drin war, eigentlich völlig überflüssig war, weil es so sehr Shooter war, dass du das alles gar nicht mehr brauchtest. Das war jetzt nur die Gameplay-Seite, aber wie gesagt, auch so diese philosophische Geschichte zum Beispiel, dieses Ganze mit dem, wie du schon richtig sagst, dass man sagt, ja, in welchen Spielen wird dann Thema Rassismus und solche Sachen, wo wird das überhaupt mal aufgegriffen? Ne? Aber andererseits, was ich auch ganz interessant fand, dass halt in dem Artikel dann, vielleicht war es auch dann noch ein zweiter Artikel, was insofern interessant war, als dass dann zum Beispiel gesagt wurde, ja, okay, sie greifen dieses Thema auf, aber selbst vor 10 Jahren war die Aussage, die sie da drin haben, eigentlich so blatantly offensichtlich und klar, also es war ja so ein bisschen von wegen, oh ja, ein Spiel, das sich mal zu einer politischen Aussage oder so traut, aber wo war denn, selbst vor 10 Jahren war da kein Trauen dabei eigentlich in diesen Sachen, das war schon, also wer vor 10 Jahren diese sehr, sehr rassistischen Szenen am Anfang da mit diesem Spiel, was sie da machen soll, das war alles so offensichtlich und da waren die Linien so klar gezeichnet, im Grunde genommen. Und das stimmt schon. Wir waren nur sehr mitgenommen, weil wir gesehen haben, endlich greift ein Spiel das mal so auf. Aber es sagt eigentlich mehr darüber, wo dann doch noch das Medium Spiel ein bisschen hinterhergehinkt hat, als dass jetzt Bioshock Infinite für sich sowas Krasses in irgendeiner Weise gemacht hätte oder als Aussage gehabt hätte. Es war nur für uns so ungewohnt und auch ja schön, dass es halt endlich mal ein bisschen in diese Richtung ging. Und rückblickend ist es da größtenteils auch wieder stehen geblieben. Ne? Also so viel ist da jetzt mehr nicht gekommen. Und wenn irgendwie mal Spiele Aussagen machen, sind das eigentlich, also nichts ist in irgendeiner Weise davon jetzt mal wirklich, kratzt mal wirklich an irgendeinem politischen Diskurs. Also zumindest im AAA-Bereich halt, ja. Die sind, ja, also ja klar, also da, wo es wirklich irgendwie mal um was geht, ich meine, da wird halt ein homosexueller Charakter in Mass Effect 3 mit reingebaut. Ja, in 2013, wo du halt so denkst,
hättet ihr es in Ultima 2 gemacht? Hätte man vielleicht drüber reden können. Ja, das ist ja, das, wie du richtig sagst, das ist ein bisschen das Traurige, dass halt Spiele vielleicht da eben so hinterherhängen im Vergleich zu Filmen zum Beispiel und anderen Sachen. Und, aber ich finde es dann unfair, dem einzelnen Spiel das als Vorwurf zu machen, wenn sie im Kontext der Spiele dann doch eben traurigerweise vielleicht an der Speerspitze stehen. Ich wollte es jetzt auch nicht sagen, von wegen, dass es, ich fand nur den Ansatz und den Gedankengang interessant. Mhm. Also, weil wenn man dann doch mal so, ich finde, so oft passiert es nicht, dass man mal irgendwie durch einen durch Artikel oder so wirklich mal auf einen neuen Ansichtspunkt kommt. Das und das fand ich halt schon cool. Also. Okay, da haben wir uns ganz schön verrannt. Ganz kurz noch ein letztes Wort. Ich habe Bioshock gewählt, 1 und 2 nicht gespielt. Infinite fand ich super. Aber ich nehme es auch ein bisschen stellvertretend für das ganze Immersive Sim-Genre, weil ich sehe hier sonst keine Vertreter. Doch. Und das ist ja auch... Die kommen, glaube ich, erst noch, ne? Dishonored. Vielleicht. Bioshock war ja die Immersive Sim, die Immersive Sims dann für, gegen Shooter eingetauscht. Ja, aber Dishonored ist dann viel, genau dieser Schritt dann langsam für mich zu viel, fand ich. Ja, ja. Zu Action hin. Und Bioshock ist noch das, wofür es für mich steht. Das steht halt in der Tradition für mich, auch wenn es nach gerade mit Infinite sich erinnert hat, nicht Richtung von Deus Ex und dann sagen, System Richtung Shock und Bioshock. Aber Bioshock war doch viel mehr Action als Dishonored. Ja, dann habe ich halt eine falsche Meinung. Ja, darfst du aber nicht haben. Bitte, darfst du bitte keine falsche Meinung im Internet. Sag mal, spinnst du oder was? Also, ich habe das noch nicht gespielt, deswegen sage ich das einfach falsch. So. Ach so. Ja, das ist ja auch das Geile, weil das auch hat, die Trailer und so, die täuschen ja auch total. Okay. Die Trailer haben ja immer sehr viel lassen. Action drin und dieses Ganze, was hast du alles an coolen Killmöglichkeiten und so. Und spielen tust du es in der Regel, dann zumindest wahrscheinlich beim ersten Durchlauf, ja viel stealthiger, viel vorsichtiger, weil dieses Spiel ja dafür bestraft, wenn du viel killst, durch diese Chaoswertung und so. Das ist ja, das war ja immer ein bisschen das Problem eigentlich. Dann ist es halt bei mir, dass einfach der Name Schock reicht, weil ich ein System Schock bin. Sagen ist so einfach. Das ist auch Schock, Claude Van Damme. Dann nehme ich es einfach nur, weil der Schock mit drin ist und ich dann an System Shock denken muss und das natürlich auch super ist und System Shock 3 dieses Jahr kommt. Also das sind alles viele Gründe und viele gute Gründe für Bioshock. Deswegen hast du gerade gesagt, System Shock 3 kommt nächstes Jahr? Erstmal das Remake. System Shock 3 kommt nicht mehr. Ruhe. Das glaube ich nicht. Ich kill einfach ganz schnell was. Ich kill ganz schnell was. Ich kill Dead Space, weil ich habe einige Jahre nach Release den ersten Teil gespielt und war ganz schön enttäuscht, weil es immer so hoch gelobt wurde und ich war ziemlich gelangweilt vom ersten Dead Space. Ich habe jetzt das Remaster oder Remake nicht gespielt. Und das 2 und 3 habe ich mir angeschaut und fand die auch lame irgendwie. Eigentlich habe ich mir gedacht, das sind Spiele, die müssten mir gefallen und sie haben mir alle nicht gefallen. Keine Ahnung warum. Das Einzige, was ich richtig cool fand, war der Rail-Shooter auf der Wii. Den fand ich fantastisch. Der hat im Koop super viel Spaß gemacht, aber es reicht nicht aus, um die Dead Space-Franchise bei mir vor dem Kill zu retten. Gut, Fritz ist dran. So, ich bin dran. Ja, jetzt haben wir uns ja wieder mal ganz schön Laber verrannt hier. Einen großen Pool neue Möglichkeiten dazu bekommen. Ja. Obwohl es da schon da dann schon echt ein bisschen grenzwertig tatsächlich wird. Die Sortierung ist auch nicht gut. Jetzt kam hier so Hearts of Iron, Universalis, Victoria und Crusader Kings, sehr ähnliche Spiele. Ich nehme lustigerweise trotzdem, ich bleibe irgendwie in meiner Nische. Ich müsste jetzt endlich mal Arma nehmen, aber ich nehme es trotzdem immer noch. Nimmt ja auch keiner weg von uns, glaube ich. ich nehme es, weil es da aufgetaucht ist und weil es auch eins von den für mich schockierenden Spielen war. Hier im Crisis. Crisis. Weil ich immer noch finde, dass Crisis 1, zumindest die PC-Version, das mit das perfekte Actionspiel ist. Also wie ein Spiel so von seinem Aufbau sein müsste, mit seinen Höhepunkten. Und ich weiß noch auch, und auch bei Crysis war dieses, bei Crysis 1 vor allem, die anderen zwei Teile waren auch okay, aber jetzt nicht so der Oberhammer, aber gerade Crysis 1, ich weiß auch noch, wie überrascht und regelrecht schockiert ich war, wie geil die Spielerführung ist in dem Spiel. Also du hast, wie gut dir das Spiel vorgaukelt, dass du Freiheit und Platz hättest und den aber gar nicht hast. Also es ist ja eigentlich ein super geradliniges Spiel, aber es hat dir das Gefühl gegeben, gerade damals, dass du unglaublich viel Bewegungsfreiheit hättest und dann haben sie es doch irgendwie so gut hingekriegt, den Wechsel zum Beispiel von dem normalen Gameplay dann in die In-Game-Zwischensequenzen, die du aus der First Person erlebst, wie flüssig dieser Übergang zum Beispiel war. Das weiß ich noch, wie mich das damals geflasht hat, dass das in einem Guss passiert. Ich gehe irgendwo einen Weg im Wald lang
und gehe flüssig über in die Zwischensequenz. Heutzutage ist das relativ normal, weil die fast alle Spiele das so machen, dass sie einen dann da hinführen und dann geht es halt in diese Sequenz über. Und damals war das aber nicht der Standard, dass du in eine First-Person-Zwischensequenz gekommen bist. Und das hat dich aber vom Level-Design da so gut hingeführt. Und ich war jedes Mal, so ich so dachte, hä, wieso weiß denn das Spiel, dass ich jetzt gerade hier bin? Ich hätte doch auch irgendwie über die Hügel oder so kommen können. Wieso kommt denn jetzt hier diese Zwischensequenz? Nein, hätte ich nicht, weil es gut designt war. Vielleicht hatte ich hatte wahrscheinlich auch damals noch nicht so das Auge dafür, aber das war halt so ein, also das war so eine Überraschung. Und dann diese Abwechslung auch mit dem, dass du am Ende dann mit dem Shuttle fliehst, dass du diese Panzermission zwischendurch hast, war alles nicht sonderlich lang oder so, aber es waren genau diese kleinen Bits, die ich brauchte, damit es halt so das perfekte Actionspiel ist. Auch da wieder dieses, keine Szene ist irgendwie zu viel oder zu lang oder so. Also ist alles so genau auf den Punkt gebaut. Das finde ich ist heute immer noch, viele sind ja so von wegen, ja, Crysis, das war so ein Grafikblender und bla bla bla, das war ja nur irgendwie, das lief ja auf keinem Rechner und das war irgendwie nur so ein Showtitel. Nee, Crysis war nicht nur ein Showtitel. Das war, ich kann schon verstehen, warum, ich glaube, Fabian hat damals 93 gegeben oder so. Und das war viel genialer, als viele es damals geredet haben, weil sie es wahrscheinlich gar nicht spielen konnten auf ihren Rechner. Und das war schon echt eine Meisterleistung, was die da hingelegt haben. Und auch wieder diese Frechheit des PC-Spiels. Das war nämlich noch eins der wenigen Spiele, die noch aus dem Fokus PC herauskamen, wo man sich gesagt hat, fuck it, ob das jetzt läuft oder nicht. Wir holen da jetzt alles raus. Mit derselben Philosophie ist ja auch ein Stalker entwickelt worden oder auch das erste Vier oder so. Philosophie hat Origin Systems 20 Jahre lang Spiele entwickelt. Ja, genau. Aber ich fand diese Philosophie, dieses von wegen, ja, wir bringen das jetzt an die Grenze. Und wenn eure Rechner das nicht können, dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr halt ein paar Jahre warten. Fuck it. Wir holen jetzt alles raus und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Und das ist ja heutzutage dadurch durch die Konsolen, durch den Konsolenfokus kannst du es ja vergessen bei den meisten Produktionen. Und das fand ich auch so cool. Also dieses läuft bei euch nicht? Wer Pech? Ist doch egal. Wing Commander liegt doch auch bei keinem. Ja, aber aus dem Weg geringverdiener. Ja, aber die Sache ist halt die haben ja auch delivered. Also heutzutage hast du ja dieses von wegen, hey, ich brauche eine 4090 Grafikkarte, damit irgendwie mein Hogwarts Legacy mal nicht bei den Nachladeszenen irgendwie ruckelt. Ja, weil ihr Scheiße optimiert habt. Aber so krass delivern tut ihr ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also nichts davon ist, wo man so sagt, wow, das gab es ja noch nie. Aber die haben halt wirklich, die haben vorgelegt. Und das fand ich technisch grandios und ich fand es aber auch wirklich spielerisch von den Höhepunkten. Allein dieses, wenn du dann diesen Zerstörer im Hafen zerstört hast und dann drehst du dich um und dann kommen da diese Landungsschiffe an und setzen die Panzer ab und dann heißt es halt, ja, in der nächsten Mission Panzerschlacht. Also, what? Das kann ich jetzt hier alles und es sieht so aus und es ist alles ein Spiel? Wie geht denn das bitte? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich fand das so, also irre, was sie damals gemacht haben. Jetzt der Kill. Jetzt ist wirklich easy irgendwie, ne? Aber jetzt nehmen wir mal, damit es auch ein bisschen, wer hat sich denn vertan am meisten? ich würde sagen, ich kille Rage. Ja. Weil es sich so krass vertan hat. Die gleiche Argumentation hätte ich auch gehabt. Ich hätte es jetzt nicht gepickt, aber ich habe mir vorher noch gedacht, nimmst du Rage, weil es zwei Spiele sind, die einfach so vorbeigeschossen sind an allem, was irgendjemand wollte. Ja, ja. Also hier sind jetzt echt schon viele Spiele dabei, die ich finde, die es verdient haben, einfach ein bisschen zu ignoriert zu werden in dieser Liste. Also was einfach so, ja, kann man haben, braucht man aber nicht. Jetzt hier ein Heretic Hexen, das ist im Grunde genommen nur ein Ableger von Doom. Also so, da habe ich jetzt keine so krassen Gefühle, dass ich sagen würde, weg mit der Scheiße. Aber Rage, zweimal so gegen die Wand zu fahren, das ist echt schon, das ist so grenzwertig. Also, weil das Shooting, also der reine Kampf bei Rage 2 war super. Wahnsinn, aber das macht es ja nur noch schlimmer. Wie kann man denn bitte mehrere Teams zusammensetzen und sich ein bisschen so dieses Beste von allen holen wollen, denn halt so ein geiles Shooter-Gameplay reinbauen und so eine beschissene Geschichte und Missionsdesign, wo du echt so, das kann doch gar nicht sein. Also da saß ich wirklich davor, wäre ich kleines Kind gewesen, wäre das wieder eins von den Spielen gewesen, wo ich gedacht hätte, ich mache den Fehler. Wäre mal eine geile Miniliste
komplett gescheiterte Spiele mit dem besten Shooter-Gameplay. Mafia 3 und Rage 2. So, ja, also, irgendwo macht es so Spaß, einfach nur so bam und dann, ja. Jetzt kommt ja wieder Spiel besiegen. Was war auch, also wie gesagt, also als Kind hätte ich gedacht, ich mache den Fehler, ich spiele das falsch, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass erwachsene Menschen so ein Produkt rausbringen und das alles falsch machen dabei. Weil ich dachte halt, das kann ja nicht sein, geht ja nicht. Also so habe ich früher Spiele gespielt, wenn sie kaputt waren, ich gesagt, nee, Fehler musste bei mir liegen. Kann ja nicht sein, das hätten die ja nicht rausgebracht. So kaputt und so dumm und so falsch. Aber doch, Rage hat es geschafft. Was für ein Dreck. Wahnsinn. Naja. So, ich bin dran. Ich picke natürlich Half-Life. Ja, das oh ja. Auch. Weil, Half-Life in Raytracing! Weil alle... Ja, es sind ja nicht mal drei Teile, das sind eigentlich schon drei Teile. Solche Meilensteine waren für ihre Zeit und so visionär waren. Und ich kann mich so gut noch erinnern an diese ersten Tage von allen Teilen. Also ich rede jetzt von Half-Life 1, Half-Life 2 und Alyx. Ich finde jetzt rein vom Spielerischen her, einziger so ein bisschen so Ditch nach unten war bei Episode 1, diese komische lange Kanal- oder Tunnelsequenz mit sehr vielen Zombies, weil es nicht so der Höhepunkt war, aber der Rest war einfach Wahnsinn. Mhm. Sowas, was alleine Half-Life 2, wie das aussah, die Physikberechnung, die Gravity Gun und Half-Life Alyx, wie VR einfach das erste Mal so richtig, richtig gemacht hat und dann auch noch im Half-Life-Universum. Wohlgemerkt, bei einer Franchise, deren Geschichte und Lore ich, glaube ich, nie kapiert habe, mir nie besonders wichtig war. Ich weiß immer noch nicht, wer die von Xen sind, was die wollen, wer Dr. Breen ist, was der will und wie überhaupt da die ganze Situation ist, ob die Vortigons jetzt gut, böse oder irgendwas dazwischen sind. Ich habe keine Ahnung, aber es stört mich da gar nicht, weil es einfach so ein eigenes Ding ist und immer so gut ist, dass ich auch es so bitter finde, dass es nie einen wirklichen dritten Teil gab. Auch nicht, dass es eine Episode 3 gab. Und man merkt es da bei der Entwicklung auch, dass Valve halt jetzt nicht nur bei Half-Life, sondern allgemein einfach immer gedanklich schon viele Schritte weiter ist. Klar, scheitert auch was, wie jetzt bei diesem Artefakt oder wie das hieß, das Kartenspiel, was ja eingestampft wurde und die machen auch Fehler. Aber allein, dass die Episode 1, was? Nee, Episode 2 mit Team Fortress und Portal gekoppelt haben, dann gemerkt haben, Portal halt so als Byproduct, was jetzt schon mehrmals bei der GameStar die besten PC-Spiele aller Zeiten auf Platz 1 gelandet ist, verdient. Und dann hat Team Fortress mit dem Zweier dann auch in eine Richtung gegangen ist, wo man dann nebenbei mal so das Cosmetic erfindet. Und du halt merkst, okay, irgendwie sind die weiter als wir. Steam erfunden mit Half-Life 2 zusammen als Vertriebsplattform. Ja, da kann man... Eigentlich, was du sagst, ist total krass. Da habe ich irgendwie noch nie so drüber nachgedacht, dass Half-Life als Serie jetzt von den Hauptspielen mit jedem Spiel so einen absoluten Meilenstein abgeliefert hat. Ja. In einer Serie, also wirklich Half-Life 1 ist ja wirklich ein Meilenstein in wie sich das Shooter-Genre, sag ich mal, was mit Doom, Wolfenstein so begründet wurde und in die Richtung es entwickelt hat und Half-Life dann plötzlich einen ganz anderen neuen Weg aufgezeigt hat, wie das gespielt werden kann und dann Half-Life 2 auch nicht nur eine Evolution, sondern auch da nochmal wirklich ein neuer Meilenstein, eine Revolution war und dann Half-Life Alyx im Bereich der VR-Spiele nochmal auch gezeigt hat, wie wirklich ein Spiel, ein richtig gutes Spiel aussehen kann. Ja. Das ist schon eigentlich sensationell für eine Serie, dass die das mit jedem Titel geschafft haben. Deswegen finde ich auch diese Argumentation immer mit, ja, es darf nie ein Half-Life 3 geben, weil das würde ja die Erwartungen sowieso nicht erfüllen. Das glaube ich gar nicht, weil ich glaube, wenn Valve, die haben sicherlich in viele Richtungen schon über ein Half-Life 3 nachgedacht und ich glaube, sie würden das erst machen, nicht um irgendwelche Erwartungen von uns Idioten zu erfüllen, sondern die würden es erst machen, wenn sie wie beim ersten und beim zweiten Teil und vielleicht auch bei Alyx auf ihre Art wissen, wir haben jetzt rausgefunden, wovon die Leute erst wissen, dass sie es wollten, wenn sie es gesehen haben. So ein bisschen die iPhone-Nummer, ne? Hm. Weil wenn du jetzt ja, aber denkst, das ist wirklich schon krass. Ja, und deswegen, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt noch eins, aber ich hoffe halt, dass Valve quasi in diese Richtung weitermacht. Mit dem Steam Deck haben sie es jetzt ja auch irgendwie geschafft. Klar, gab es ein paar Schieflagen, was ich, der Steam Controller war ein bisschen für den Arsch, dann die Steam Box war für den Arsch. Kann man auch mal ausprobieren, Valve hat das Geld und Steam Deck hat jetzt halt wieder voll eingeschlagen und ich bin mir auch sicher, ob es jetzt ein Half-Life ist oder ob es ein, keine Ahnung, ja, wie ist dieser Quatsch, Dota, hat ja auch irgendwie ganz gut funktioniert.
Deswegen, ja. So, und was schmeiße ich jetzt raus? Jetzt warte mal, wir waren bei Zeile bis Saints Row. Achso, da muss ich gar nicht gucken, denn ich schmeiße mit größtem Vergnügen Super Smash Brothers in die Killbox, weil ich noch nie so entsetzt war wie ein Spiel, von dem ich nur Gutes gehört habe, was das für eine einzige Scheiße ist. Ich weiß noch, da war der Test in der GamePro damals, da habe ich, glaube ich, da schon gearbeitet. Das war für die Wii, Super Smash Brothers Brawl. Und alles, was ich gehört habe, war, es gibt wahrscheinlich kein Spiel, was, wenn man zu zweit vor dem Bildschirm sitzt, was da mehr Spaß macht oder zu viert und ist so eine Gaudi und da. Dann dachte ich so, okay, das nimmst du jetzt mal aus der Redaktion mit. Bin zu einem Freund gefahren, haben wir das angespielt und wir haben halt nach 10 Minuten, du hast schon gemerkt, dass beide irgendwie unruhig wurden, haben wir gesagt, okay, das ist die größte Scheiße, die wir je gespielt haben. Lass mal das andere spielen. Und dann haben wir Boomblocks gespielt, dieses von Steven Spielberg produzierte. Ach, das Ding ist komische, super. Und das war so geil, dieses Jenga für die Wii. Und deswegen Super Smash Brothers. Das konnte ich mir nicht mal bei den Turnieren auf der Gamescom im Camp anschauen, so dass ich da irgendwas rausgezogen hätte. Also ich glaube auch, wer damit freiwillig seine Zeit verbringt, der, weiß ich nicht, es gibt auch immer noch irgendwelche Atommüllfässer wegzuräumen, da wären die Leute besser aufgehoben. Also nee. Bitte nicht. Ja, das war mal eine gute Einschätzung. Okay, dann wie gesagt, machen wir die letzte Runde. Dann machen wir, oder? Dann jetzt haben wir jeder 7, dann haben wir 8. Ja, bis zum 10 wird schon ein bisschen spät, es sei denn. Oder wir machen bis um 11 und lassen dann Block Boltgun. Ich muss aber eh Boltgun noch ein bisschen aufzeichnen, weil ich ein Video zu machen muss. Ich wollte das ein bisschen nutzen, dass ich das. Dann wäre ich aber zumindest raus um 11. Ja, ja, ich kann das auch alleine dann weitermachen, das ist kein Problem. Sollen wir noch bis um 11 machen und schauen mal, wie viel wir noch schaffen. Wenn wir irgendwann merken, es kommt halt echt nichts mehr Gutes, wo man begeistert ist, dann hören wir auf. Machen wir es so. Okay, ich habe auch noch ein paar Sachen, von denen ich begeistert bin, die ich hier sehe. Was nehme ich davon? Ich werde. Es ist schwer. Ich schwanke zwischen Dragon Age und Warcraft. Meine große Strategiespielphase ist vorbei, aber es ist ja auch ein Problem des Genres, sage ich mal. Vielleicht geht das einfach einher. Vielleicht liegt es an mir, dass das Genre jetzt so da niederliegt, weil ich keine Strategie mehr spiele. Oder es liegt umgekehrt daran, es gibt keine guten Strategiespiele mehr und deswegen spiele ich nicht mehr so viele. Aber wie gesagt, Warcraft 2 war damals sensationell. Jedes Warcraft hat damals auch das Genre nach vorne gebracht. Ähnlich wie wir gerade ein bisschen über Half-Life gesprochen haben, vielleicht nicht ganz so extrem. Ist StarCraft jetzt 1 bei war Warcraft gleich auch dabei, ganz kurz? Also ist StarCraft auch, würde unter Warcraft jetzt auch StarCraft? Ich glaube, StarCraft ist noch alleine. Nochmal extra, okay. Ich glaube StarCraft ist nochmal irgendwo einzeln. Ich glaube auch, okay. Ja. Wobei ich aber auch Warcraft, na, es ist schwierig zu sagen. Warcraft ist. Was die wichtigere Serie ist, E-Sports-mäßig wieder StarCraft, na egal. Also Warcraft ist einfach, Warcraft 1 war eine der Mitbegründer des Genres, ja, zusammen mit Dune damals und so. Warcraft 2 hat es sehr weiter nach vorne gebracht und Warcraft 3 war mit die Krone des ganzen Genres eigentlich. Deswegen ist das so unglaublich wichtig. Hat natürlich dann auch, wo du gerade über Dota gesprochen hast, Dota ist eine Warcraft 3-Mod. Und daraus ist ein ganzes Genre entstanden, eines der größten Genres, die es jahrzehntelang gab und auch heute noch sehr wichtig mit League of Legends und Dota. Aber die Begeisterung hat so ein bisschen nachgelassen. Und das zweite ist halt eben Dragon Age, was ich als Genre lieber noch mag, Rollenspiele. Und immer noch auch ein Fan von Party-Rollenspielen und so Third Person, was jetzt eben auch mit Baldur's Gate. Dragon Age ist ja so ein bisschen die Weiterentwicklung von Baldur's Gate. Und ich glaube, ich nehme Dragon Age einfach, weil ich da irgendwie mehr, da fühle ich noch mehr. Da fühle ich noch mehr, wenn ich dran denke, als bei Warcraft. Das ist gerade Dragon Age Origins ist so ein fantastisches Spiel. Ich mag das immer auch gern. Und wie Daniel vorhin völlig zu Recht gesagt hat, ist Dragon Age 2 ein komplett unterschätztes und zu Unrecht verrissenes Spiel. Ja. Das ist auch ein Hill I die on. Das ist völlig falsch. Da zusammen on, alle drei. Sterben wir zusammen auf diesem Hügel, weil das ist halt völlig falsch eingeschätzt, meiner Meinung nach. Und deswegen, auch wenn es nach hinten raus jetzt ein bisschen, das Inquisition habe ich nicht gespielt und das hat ja ein bisschen das gleiche Problem wie Andromeda. Da ist ein gutes Spiel in einem nicht so guten Spiel, was da drumherum verpackt ist. So, da steckt irgendwie so 50% oder 40% sehr gutes Spiel in
60% Quatsch, was das ein bisschen problematischer macht. Aber bei beiden Serien, Dragon Age und eben auch Mass Effect, das, was sich ja Daniel gekrallt hat, bin ich der Meinung, dass sie wieder, ich hoffe es, und ich glaube, die ist nicht ganz unbegründet, dass sie wieder zurückfinden auf einen guten Weg. Da glaube ich dran. Mhm. Und das ist auch ein weiterer guter Grund, warum wir Dragon Age mit reinnehmen. Und dann kill ich, hatte eben schon was. Wo war denn das? Was wollte ich denn hier killen? Dann kill ich die Sims. Irgendwie konnte ich nie so richtig was damit anfangen. Weiß nicht genau, warum. Die Idee fand ich mal ganz witzig und teilweise hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und gerade sowas, als wir hier jetzt mit dem Fritz zusammen, war es Sims 4? Ich glaube, Sims 4. Gespielt haben. Ja. Und ich finde das immer witzig, aber es hat mich nie dann wirklich gepackt als Spiel selber und die Faszination insgesamt hat sich mir nie erschlossen. Und deswegen kann das jetzt auch einfach mal gehen an der Stelle. Frage, glaubt ihr, dass Emergent Storytelling umgesetzt, ob jetzt im Text oder in Sprache, durch LLMs, also sagen wir mal ChatGPT-Modelle, dass das kommen wird oder einen Unterschied machen wird? Jetzt hast du drei. Ich habe aber Sachen, weil wir die nicht picken, interessieren keinen von uns. Wir sind nicht diese Paradox-Spieler. Ja. Damit haben wir ein bisschen. Stell dir einen Sims vor, du erzeugst halt so und so viele Charaktere oder lässt die erzeugen oder und die interagieren ganz anders miteinander, mit quasi den Erfahrungen, die sie miteinander gemacht haben und irgendwelchen Textbausteinen, die der eine erzeugt, dann übernimmt das der andere, weißt du noch, wie wir gestern, und dass dann quasi auch die kompletten Dialogblöcke und so, dass die alle von der KI kommen und man schaut da viel mehr in ein lebendiges Aquarium. Kann ich mir vorstellen, aber können wir mal anders auch mal besprechen. Das ist eine coole Idee, eine interessante Idee. Kann mir gut vorstellen, dass in der Richtung was kommt, aber ich glaube, mich fasziniert das trotzdem weniger als zum Beispiel eine gute Fantasy-Geschichte in einem Dragon Age oder Baldur's Gate oder eine coole Science-Fiction-Geschichte in einem Mass Effect, wo jemand eine Geschichte erzählt. Ich verstehe total theoretisch eben den Appeal von diesen Emergent Storytelling-Spielen und von diesen Live-Simulations, aber ist irgendwie nicht mein Ding. Hm. Okay, dann der Fritz darf was picken. Ja, das ist jetzt langsam echt schon ein bisschen schwierig. Wo hat man noch so wirklich so ein Mega-Draht zu? Schwierig. Ich schwanke ein bisschen zwischen einem Arma, einem Vier oder einem Wolfenstein. Ich glaube, ich würde das Arma nehmen, wenn da würde ich jetzt einfach mal Operation Flashpoint mit reinzählen. Ja, das ist valide. Ähnlich im Grunde genommen, auch wieder wie vorhin, auch wegen ein bisschen ähnlich wie zu Crysis, wegen der Audacity des PCs. Also diese Idee zu sagen, vielleicht klappt es nicht, aber wir versuchen es wenigstens. Nicht von Anfang an sich schon total Beschränkungen aufzulegen, sondern erstmal vorpreschen und schauen, was geht. Selbst wenn man dann damit immer mal wieder auf die Nase fällt, und die Serie ist ja immer wieder auf die Nase gefallen, sie konnte ja nie ganz das Versprechen erfüllen, was sie vielleicht auch mal ein bisschen gemacht hat, auch gerade im Rückblick auf Operation Flashpoint. Aber auf der anderen Seite hat sie halt immer wieder nach vorne gepusht und versucht, mehr zu machen und hat für ihre Community auch so viel, was so Modding angeht, ermöglicht, beziehungsweise hat die Grundlagen dafür gelegt, dass ich das schon echt beeindruckend finde. Selbst wenn ich selber eigentlich das kaum noch gespielt habe, weil es eben in erster Linie inzwischen Multiplayer- und Koop-Spiel ist und das Singleplayer-Spiel eigentlich immer relativ schnell kaputt geht, was ich super schade finde. Aber diese Idee davon, irgendwann vielleicht doch nochmal ein Operation Flashpoint-ähnliches Ding zu kriegen, ich träume da noch ein bisschen und hoffe, dass irgendwann die KIs dann vielleicht doch mal gut genug werden, dass das irgendwie cool wieder werden kann. Und ja, also da kommt so viel zusammen, dass ich finde, dass dann ziehen wir auch DayZ, darf ja auch mit reinzählen. So als ja, auch das, Ort genau. So, ne? Genau, das ist so viel. Ich hatte auch eben kurz noch überlegt, wie Need for Speed, weil es halt auch, also gerade das erste war halt für mich immer noch so ein, kehre ich immer wieder gerne hin zurück zu Need for Speed, aber lassen das jetzt hier mal raus. Jetzt ist es schon relativ einfach, obwohl,
Was würde ich rausschmeißen wollen, was mir nicht egal ist, sondern was würde ich gerne mit Emotionen rausschmeißen? das ist ja blöd, also jetzt einfach so wie hier Metal. Ja, genau, das ist richtig. So, ist ja easy, also oder Contra habe ich keine große Verbindung zu. Mega Man war mir immer egal. Das ist so, pff, who the fuck cares? Rainbow Six könnte ich rausschmeißen, weil ich ihm vorwerfen könnte, dass es dass das letzte Teil die Singleplayer-Ableger erledigt hat. Oh Mann, das ist jetzt echt schwer. Was ist... Auf welches Spiel bin ich wütend? das muss es ja sein im Grunde. Ja, es ist der Hass, der einen antreibt. Ja, ja, das muss es eigentlich sein. fuck, ey. Ich bin tatsächlich gerade auf keins wütend. Ja, aber ich finde, das muss schon irgendwie so ein bisschen so, das muss es schon sein. Muss schon was geben, ja. Ja, ja. Ich meine, ich könnte Counter-Strike nehmen, weil es so wegen dem Erfolg es war bestimmt ist vielleicht einer der Punkte, warum wir kein neues Half-Life bekommen haben, weil Counter-Strike erfolgreich genug war. Aber wahrscheinlich ist eher Valve einfach erfolgreich genug, Steam. Steam, sodass man sagen kann, ja, fuck this shit. Das Geld verstopft schon den Flur. Wir können nicht noch mehr Geld verdienen mit anderen Spielen. Ja, wir kommen nicht mehr in die Büros. Oh, ich weiß was. Ich bin sauer auf Star Wars Battlefront. Das kann ich nehmen. Ah. Weil der einzige Star Wars Ego-Shooter seit über 20 Jahren musste ein verficktes Multiplayer-Tutorial werden. Was für eine Scheiße. Aber auch ist etwas unterschätzt. Ja, es hätte tausendmal besser sein können. Es ist halt die Serie, ne? Ja, es hat ja auch was Gutes Battlefront. Es hätte tausendmal besser sein können, aber es hat, also sag ich mal, im audiovisuellen Erleben ist Battlefront 2 die Kampagne auf jeden Fall wert, dass man sie spielt. Das Beste HDR ever und das ist, man wünscht sich halt einfach einen besseren Shooter. Es ist halt spielerisch so scheiße und größtenteils, weil es eben ein Multiplayer-Tutorial sein so musste über weite Strecken. Ja. Diese ganzen Zusatzfunktionen, diese ganzen Sachen, die du dann noch so machen kannst, das ist alles nur Multiplayer-Tutorial, weil es sich nicht darauf konzentriert wurde. Und ich bin sauer auf Star Wars Battlefront, weil wir dadurch kein vernünftiges Dark Forces bekommen haben. Vielleicht kriegen wir jetzt von Respawn eins, wenn sie wirklich das ernst meinen, mit von wegen, wir wollen uns auf, was wir jetzt gesagt haben, sie wollen halt Jedi Knight und Dark Forces nicht so als Vorbilder nehmen. Mhm. Aber Battlefront, es war Battlefronts Schuld, dass die Singleplayer-Kampagne so ein Mist war. Und da bin ich ihnen böse drauf, ja, weil ehrlich gesagt, ein geiler Star Wars-Shooter. Ja, aber ehrlich, ein geiler Singleplayer-Shooter Star Wars. Stellt euch mal vor, das Wolfenstein-Team hätte ein neues Dark Forces gemacht. Sage ich seit Jahren. Ja. Und jetzt machen sie Indiana Jones. Wir hätten alle Spieler deinstalliert, weil warum soll man noch irgendwas anderes spielen? Richtig. Und das kann ich Battlefront vorwerfen. Soll es sterben. Sehr gut. Gut. Ich mache mit Liebe weiter. Und zwar unter all denen sind tolle Franchises dabei und ich bin auch ein bisschen am Schwanken. Ich hader schon die ganze Zeit mit Syndicate, wobei ich da echt nur den ersten gespielt habe und ich glaube, heute würde ich ihn nicht mehr so gern mögen, aber dieser Vibe. Ja, das ist gut. Der Vibe, aber ich nehme es trotzdem nicht, sondern ich picke, weil mein Herz einfach so groß ist dafür, ich picke die Ace Attorney-Serie. Ah, da habe ich an dich gedacht, als ich das gesehen habe. Weil erstens gibt es viel zu wenig Krimispiele, die cool sind. Und Ace Attorney, dieses Mitknobeln und den Fall lösen wollen, ist einfach super, egal wie absurd die Fälle sind und vielleicht auch gerade, weil die Fälle so super absurd sind und es ist immer noch ein Twist und es ist immer noch ein Twist und es ist immer cool und für jemanden, der mit Anime wenig bis gar nichts anfangen kann und der auch eigentlich nicht so viel Lust hat, sich durch Visual Novels sich durchzukloppen, die Charaktere sind so geil geschrieben und die ganzen Szenen und ist einfach super. Wer das nicht kennt, spielt mal Ace Attorney. Gibt es inzwischen auch für zig Systeme. Ist ein Mix aus Ermittlungs- und Anwaltsspiel. Hat seine Schwächen. Oft ist es halt so sehr viel Trial and Error, gerade in den Verhandlungen. Aber ist egal, gibt viele Teile. Und es ist einfach ganz, ganz wundervoll. Deswegen geht mein Pick an Ace Attorney, mein Kill. Aber es ist schon wieder einiges nachgerutscht. Jetzt wird es schon wieder schwieriger. Hier wird FIFA gefordert. nein, weil ich hatte ist ewig lange her, das war noch vor FIFA Ultimate Team, wo es dann irgendwann in die Binsen ging. Damals war ich auch noch Freund von manchen Vereinen, ist inzwischen auch nicht mehr so der Fall. Deswegen, weil ich viel, viel Zeit gerne mit FIFA verbracht habe, lasse ich das drin und kille was, mit dem ich in meinem Leben noch nie vielleicht mal 20 Minuten lang eine Version ausprobiert habe, aber noch nie irgendwie Spaß hatte und weil ich mich
als so alter Mann immer schon gefühlt habe, weil es ein kompletter Generationenshift ist. Deswegen kill ich Pokémon. Weil alle Leute, die Pokémon kennen, schätzen und irgendwie irgendwas damit verbinden, sind alle wesentlich jünger als ich. Ich habe da nie Zugang zu gefunden. Ich glaube, dass es ein tolles Spiel ist, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die Menschen da auf einem Irrweg sind. Mit junge Menschen sind ja auch... Nein, nicht unbedingt junge Menschen, aber ich verstehe es nicht. Ich habe Pokémon Go mal Nachmittag ausprobiert. Das hast du ja mal länger gespielt, Martin. Und das war toll. Das war schon geil. Ja, es ist halt wieder ein Zahlengeschiebe. Und also ich verstehe ja... Nicht mal das. Ich glaube, das hat nichts mit Zahlengeschiebe zu tun. Ich glaube, wenn ich weiß auch nicht, wenn ich als erste Pokémon rausgekommen wäre, 10 Jahre jünger gewesen wäre, wäre es vielleicht anders. Ich habe da diese Gefühle. Das ist wie Super RTL. Habe ich auch keine Gefühle für. Kann auch weg. So, ne? Das war erst ein Vergleich Pokémon und Super RTL. Nein, das ist dieses Kindheitsding. Das ist dieses das ist so ein Generationending, womit wächst du auf? Und für mich ist zum Beispiel Kinderfernsehen Nachmittag hat auf Tele5 zu laufen. Und schon wenn du auf RTL 2 lieber Dragon Ball schaust oder Digimon, dann ist es nicht mehr meine Jugend und dann hat das in meinem Leben nichts zu suchen. Also raus damit. Pokémon weg. Wiedersehen. Sehr gut. So. Okay. Im Chat wird gleich noch gefragt, ob ich die Tierliste mal verlinken kann. Das mache ich gleich mal. Die Originalliste, das verlinke ich dir euch gleich im Chat. Daniel, ich habe dir die 4 Artikel übrigens mal geschickt. Ah ja, danke schön. Okay, super, Chat. Jetzt muss ich erst mal wieder klarkommen. Hier kommen Takes, ey, Hammer. Okay, ich habe eben Warcraft schon ein paar Mal erwähnt und das ist, glaube ich, immer noch weit vorne. Will ich eigentlich auch immer noch mal spielen. Und auch das, was das gespawnt hat, wo du von Arma gesprochen hast, mit Mods, eben Dota als Mod, aber auch eine Zeit lang habe ich sehr gerne diese ganzen Tower-Defense-Spiele gespielt und die Mods, die es dann gab. Es gab auch bei Warcraft als damals schon mitgeliefert, so als Beispiel, was man als Mod machen kann für Warcraft 3, also war praktisch von Haus aus von Blizzard schon selber entwickelt, gab es damals so eine Rollenspiel-Kampagne. Das war auch ganz cool. So, wo du den Rexxar, den Beast Master, der das war eine Einheit hat aus, eine Heldeneinheit aus Warcraft 3, um den herum gab es so eine, eben so eine Rollenspielkampagne. Einfach so mit dazu, so ein kleines Rollenspiel in Warcraft 3. Völlig geil. Und das hat auch so ein paar Sachen nach sich gespawnt. Das ist schon, und dann, weil ich es schon jetzt so oft erwähnt habe, und das ist einfach so gut, auch wenn die Liebe etwas nachgelassen hat, aber die Leidenschaft. Immer noch, wenn ich zurückdenke, werden dann noch ein bisschen warme Gefühle wach. Von daher passt das ganz gut. Und was killen wir jetzt? Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt auch, was ist denn da noch, wo man mit gutem Gefühl das killen kann? Bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich nehme Saints Row. Ich nehme Saints Row, weil... Du hast das bei das dir auch, reingeschoben, auch, nicht in den Film. Auch, achso, ja, stimmt. Weil es auch so fast so ein bisschen eine enttäuschte Liebe ist zu viel, aber was, wo ich immer gedacht habe, das könnte es sein, es fängt halt mit GTA an. Ich habe damals gern GTA 1 und 2 gespielt, diese 2D-GTAs mit der Draufsicht, sehr cool. Und irgendwie haben mich die späteren GTAs nie gepackt, obwohl ich erkenne, was daran die Faszination ist. Ist ja ein bisschen ähnlich wie mit den Sims, mit diesem Emergent Storytelling, diese Sandbox-Geschichte, woraus sich dann eben Emergent Gameplay, Emergent Storytelling ein bisschen ergibt, neben der Geschichte, die es halt an sich hat. Und irgendwie auf dem Papier ist das alles cool und das hat mich halt nie gepackt. Und Saints Row war immer so ein bisschen die verrücktere, chaotischere, abgedrehtere Variante von GTA, wo auch manchmal gesagt wurde, ja, wem GTA zu ernst ist, und die Charaktere und die Story und wer ein bisschen mehr das und das will, für den ist Saints Row das Richtige. Und dachte, ja, okay, das klingt cool, dann probiere ich halt das aus. Hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, das sind irgendwie nicht meine Spiele anscheinend. GTA, Saints Row und alles so in die Richtung. Diese Sandboxigen, diese Art zumindest von Spielen. Ja. Und deswegen landet es auf der Killliste. Ja. Das letzte war ja leider auch echt ein bisschen Enttäuschung. Obwohl es nicht ganz so schlecht war wie sein Ruf, aber es war schon ein bisschen schade, dass sie so wenig rausgeholt haben aus dem Ding. Aber ich hätte zum Beispiel gerne genommen. Also ich durchaus echt viele tolle Erinnerungen dran habe. Gerade an die Let's Plays damals, das war, also gerade der dritte, der war halt so ein Sweet Spot. Naja. Gut, dann bin ich dran, oder? Dann bist du dran. So, von der Auswahl, die wir hier haben, ist es wirklich schwer inzwischen, jetzt so Dinger zu nehmen,
jetzt sowas wie Nioh zum Beispiel, die mag ich beide total, aber wie hätte es sie nicht gegeben, hätte es zum Beispiel genug Ersatz gegeben. Also diese Art von Befriedigung hätte ich auch in anderen Spielen gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass sie da schlecht sind oder so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre nicht weiter schlimm gewesen. Stalker habe ich nie genug gespielt, um das ganz so die Faszination sagen zu können. Wollte ich immer, aber irgendwie ist immer irgendwas dazwischen gekommen, in der Regel Bugs. Need for Speed hat zu viel Scheiße über die Jahre gebaut, um das zu machen. Ich würde jetzt, auch wenn ich viele Serienteile davon gar nicht gespielt habe, aber weil sie ein Spielprinzip etabliert haben, was mir mit am meisten Spaß macht, Metroid nehmen. Oh. Weil ich das Metroidvania-Prinzip als grundsätzliches Spiel- und Designkonzept, das ist eins meiner absolut liebsten Konzepte. Dieses, ich gehe durch die Welt und kriege dann neue Items, kriege neue Fähigkeiten, mit denen ich an anderen Punkten dann weiterkommen kann, weil es fast immer zu einem cleveren Weltdesign zwingt und dadurch die Welten einfach mehr Spaß machen. Mhm. Weil also fast alle Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, machen das. Und wenn es nicht gut funktioniert, ist es wiederum ein bisschen enttäuschend, so wie bei Control. War immer noch ein okayes Spiel, aber hat halt das Metroidvania-System nicht sonderlich gut eingesetzt. Aber wenn es gut funktioniert, ist es halt cool. Und da zählt halt für mich halt auch zum Beispiel das erste Dark Souls dazu. Das erste Dark Souls ist ein richtig gutes Metroidvania in seiner Weltgestaltung. Wie du immer wieder, also eigentlich mit am stärksten von der ganzen Serie, wie du immer wieder Wege zurückfindest mit neuen, nicht unbedingt Fähigkeiten, aber in dem Fall dann irgendwie Schlüsseln oder so, oder dass du den Kampf beendest und plötzlich bist du wieder so, denkst du so, hä, das ist ja hier das Anfangsgebiet, wie bin ich denn da hingekommen? Und diese Idee von Design, die haben wir schon irgendwie ein bisschen Castlevania und Metroidvania zu verdanken. Und das finde ich, ist einfach, das ist super. Das ist super. So. Und was können wir rausschmeißen, was löst Emotionen aus? So, und jetzt bin ich hart, weil ich aber auch böse drauf bin. und nicht mal unbedingt den Spielen selbst, sondern den Umständen. Titanfall. Oh, weil es da habe ich alles, gedacht, dass es bei dir vielleicht auf der Liste landen würde. Ja, eigentlich müsste es auf der Liste landen, weil die Titanfall 2-Kampagne so unglaublich gut ist. Also es ist wirklich eine fantastische Singleplayer-Kampagne. Aber die ganzen Umstände der Serie, dass der erste Teil zum Beispiel nur Multiplayer war, dass der zweite Teil dann so beschissen rausgekommen ist, dass er völlig untergegangen ist, dass der dritte Teil eingestellt wurde und dass dann, um der Sache noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen, das einzige Erfolgreiche bei dem ganzen Scheiß ein Battle-Royale-Ableger ist. Das ist alles so, was ich so denke. Und das alles drumrum, irgendwo drin ist eine Singleplayer-Kampagne versteckt, die ist geil, aber das alles drumherum ist so traurig und so falsch und läuft so falsch. Ich bin nicht wirklich böse auf Titanfall, aber ich bin böse auf alles drumherum. Also auf EA, die das zugelassen haben, das ist so ein geiles Setting, also auch allein die Welt. Und dann diese Mechs dazu, also Mechs sind sowieso so geil. Und dass sie da so wenig rausgeholt haben. Das ist allein schon der erste Teil. Keine Kampagne drin. Da weiß ich noch, wie sauer ich damals war, als diese ersten Trailer rausgekommen sind von Titanfall und ich halt so dachte, boah, es ist ein geiles Setting. Diese Inszenierung von diesen ersten Videos, die es halt damals noch gab, ne, wo das dann sehr cineastisch alles wirkte. Und dann war es halt im Spiel trotzdem, es war ein guter Multiplayer-Shooter, aber so dieses, was erfahre ich über die Welt und wie ist das alles so aufgebaut, das war halt nach 2-3 Runden, hatte sich das erledigt. Und mir tut es immer noch so weh, dass ich weiß, dass da draußen so eine Marke ist, mit so geilem Setting, so geiler Optik, so geiler Welt eigentlich. Auch diese riesen Tiere, die da im Hintergrund so rumliefen auf den Multiplayer-Maps, ne? Und alles für die Katz wegen scheiß Multiplayer. Ihr könnt mich mal so dermaßen mit euren Multiplayer. Ist wie bei Battlefront. Ja, ja, das ist so, was für eine Verschwendung. Nur weil alle immer auf diesen nächsten Multiplayer-Hype aufspringen wollen und dabei fällt halt irgendwie 99% von allen Leuten fallen halt die Klippe runter, während sich der eine halt als Jesus herausstellt, der dann da weiterlaufen kann. Toll. Muss ich trotzdem rennen alle hinterher. Furchtbar. Würde ich dich gern ganz kurz unterbrechen, weil falls ihr euch fragt, was im Chat los ist, die liebe Easy hat uns geradet zum ersten Mal. Pixie Shadows mit 28 Personen, deswegen ist hier gerade der Red Dead Hype Train, Howdy Loser. ja, danke Easy, das freut uns sehr.
Falls ihr euch fragt, was hier los ist, wir gehen gerade eine 200-Franchise-Liste, Tierlist durch und jeder darf eine picken und darf dafür eine in die Killbox schmeißen. Und wir gehen jetzt nicht alle 200 durch, sondern wir, ihr seht schon, die meisten haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 9 Titel gepickt, ich noch nicht. Und genau, also schön, dass ihr da seid. Abonniert uns gerne. Hier gibt es immer lustigen Scheiß zu gucken. Und ja, sagt Easy beim nächsten Mal bitte schöne Grüße, falls sie gerade genau. selber zu. Wir machen einfach unsere Top 10 voll, das ist ja ganz gut. Du machst jetzt noch den 9. und dann machen wir wieder noch einen und dann sind wir fertig. Genau. So, was pickst du? Achso, bin ich, entschuldige, jetzt habe ich die Fritz, habe ich die voll abgewürgt, aber weil gerade noch eben hier alles voller Cowboys war. Voller Cowboys, das alte. Nee, du hast mich nicht abgewürgt, ich war Achso. fertig. Mein Rant war schon wieder gut. fertig. Meine Wut ist entladen. Dann mache ich jetzt das denkbar Unmöglichste, aber vorher kurze Frage, was ist ein Versus für eine Franchise, was unter Metal Slug steht? Das habe ich ja noch nie. Also mir kommt das total bekannt vor, aber auch eher, als wäre es die Street Kann das sein, dass es Street Fighter ist? Glaub Street Fighter ist daneben. Ja. Achso, Street Fighter ist daneben. Gab es so ein Crossover Street Fighter versus Tekken und umgekehrt, da es mal zwei Spiele oder so, ich weiß nicht genau. Ja, genau, okay. Nee, was ich picke ist, und jetzt werfe ich mal kurz den Hut in den Ring für die einzig spaßige Art des kompetitiven Multiplayer, nämlich vier Angeschickerte oder auch nicht Angeschickerte auf einer Couch mit einem Gamepad in der Hand und ich picke Worms. Worms. Du warst zwar, knapp daneben. Und zwar nur den ersten Teil, weil die... Ich dachte, vier Angeschickerte könnte auch Rockband sein. Geht auch, stimmt, ja. Nee, weil nur den ersten Teil mit der Pixel-Optik, weil ich mag irgendwie diese Zeichentrick-Optik ab dem zweiten Teil nicht so gerne, auch wenn die auch sicherlich gut funktionieren. Ich komme doch aus einer Zeit, da hat man noch so komische EGA-Ballistik-Spiele, ich weiß nicht mehr, wie das alles hieß, irgendwie die... Ballistospiele. So Shareware-Kram gespielt und Worms war dessen quasi das, na, das war dann das richtige Spiel so auf der PS1 und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich auf irgendwelchen Couchen gesessen bin und wenn ich nicht gerade Leuten bei Resident Evil zugeschaut oder beim Tekken zugeschaut habe, dann, wenn einer gesagt hat, spielen wir Worms, dann jawohl, endlich. Und dass wir da Abende zugebracht haben und wie cool das ist, weil es auch immer spannend ist und weil es auch immer einfach lustig ist und da so viel Scheiße passiert, ist Worms mein Pick hinsichtlich kompetitiven Multiplayer. Fantastisch. Was? Hat ja auch, als wir es gespielt haben, voll Spaß gemacht. Ja, macht immer Spaß. Könnt ihr auch jetzt sofort eine Runde Worms spielen. Jederzeit. Ja, immer gut, das stimmt. Was schmeiße ich raus, was mir nicht egal ist? Eigentlich müsste man exemplarisch mal so einen Bullet-Hell-Shooter rauswerfen, aber ich glaube, ich habe als Kind auch mal Spaß mit Contra gehabt, deswegen... Keine Ahnung. Vor allen Dingen, hast du wirklich die Emotionen dazu? Das ist halt jetzt ein bisschen die Frage. Also ich finde, es sollte irgendwas sein, was es in dich kochen lässt. Ja, gute Frage. Ich glaube, ich werfe raus Pro Evolution Soccer und nicht FIFA, weil ich immer sehr gerne FIFA gespielt habe, halt auch eine Multiplayer und so weiter. Pro Evo da? Das ist Pro Evo, ja genau. Und Pro Evo... Also ich glaube, das ist Pro Evo, oder? PES Football? Das ja, das ist doch hier PES. International Superstar Soccer hieß das, glaube ich, früher. Und zwar, weil es immer das Spiel für die Fußballexperten war. Denen war dann FIFA immer zu doof und nee, und dann, ich will jetzt aber nicht mit dem FC Bayern gegen Borussia Dortmund spielen, sondern ich will mit dem mir fällt jetzt nicht mehr irgendein Fake-Name ein. Halt so ein Bayern-Fake-Name gegen Preußen Dortmund spielen und da steht dann nicht Olli Kahn im Tor, sondern Bernd Nicht-FIFA-Spieler, was weiß ich. Und ich finde, das sind genau die Leute, die dann Fußballspiel anschauen und dann hinterher dir erklären, dass die hängende 9 nicht ganz so weit von seinem Mitspieler hätte stehen dürfen. denn. Und ich denke mir die ganze Zeit so, was wollt ihr denn damit? Ich schaue mir doch nicht Fußball deswegen an, sondern ich schaue mir Fußball deswegen an, weil die ganze Zeit ich will erstens die Marken haben, ich will diese Leute haben und ich will diese ganzen Blödsinn rundherum haben, gerade weil es eben diese Leute sind. Und da genau passt die einfach, Art von Kill wollte ich haben. Das ist der Hass, aber auf die Leute, Emotionen, nicht auf das Spiel. Aber hallo, da spürt man die Emotionen Leute. Bei Daniel. Und genau so. Richtig. Deswegen ist FIFA ganz super, weil da sieht man wenigstens schlecht gerenderte Michael Ballacks damals noch oder man sieht jetzt schon ein bisschen besser gerenderte Joshua Kimmichs. Aber du hast wenigstens halt das Erlebnis, was du im Fernsehen hast und den Blödsinn macht man sich dann eben selber miteinander. Und bei Pro Evo geht es dann darum, ja, aber wenn ich den Pass dann und dann, das fühlt sich einfach viel mehr an wie ein echtes Fußballspiel. Was weiß ich, wie sich ein echtes Fußballspiel anfühlt. Geh halt raus. Ist mir doch wurscht, eben.
Genau, dann genau, geh raus und spiel richtig Fußball und tu nicht so, als wärst du hier an der Konsole die hängende Neun. Also so das ist aber wie bei Arma, wenn sie dann so von wegen, ja, aber wenn da Bildschirmanzeigen sind, dann ist das unrealistisch. Ja, genau, weil ja die Soldaten draußen auch mit einem großen Röhrenmonitor und Maus und Tastatur rausgehen, um sich umzuhören. So, ja. Hört auf mit diesem Schwachsinnsargument. Das ist so ein Unsinn. Jetzt letzte Runde, Martin. Das war ein so richtig schöner Daniel-Kill. Das war wirklich gut. Ja. Mit Anlauf. Okay, so picken. Das ist jetzt die letzte Runde, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe einmal Unreal Tournament, aber auch aus einer Nostalgie raus, weil das für diese Zeit so Ende der 90er steht, wo die Arena-Shooter richtig groß waren, wo wir die auf LAN-Partys viel gespielt haben, wo ich zu einem Freund gegangen bin und wir abwechselnd das gleiche Level gespielt haben auf Highscore und. Und das war halt Quake 3 und Unreal Tournament. Und gerade das erste Unreal Tournament ist auch sensationell. Das erste Unreal Tournament hat auch einer der besten Spielemusiken aller Zeiten. Das Main-Theme von Unreal Tournament ist das einer der besten Songs ever. Unfassbar gut. Deswegen, ist das jetzt schon dein Pick oder nicht? Ja, es ist ein ganz heißer Contender. Und das zweite, drei Sachen sind es eigentlich. Das gucke ich mal, was ich davon nehme. Es ist fies, wenn man das letzte nehmen muss. Das andere ist Prince of Persia. Das steht für mich einfach gerade das Sands of Time, die Sands of Time Trilogy eigentlich. Steht für mich einfach für so ein gutes Erlebnis, für so ein. So eine gute Mischung aus so Action und Knobeln. Aber in einem super Flow und auch gerade dann diese Sense of Time Mechanik mit diesem kurzen Zurückspulen, nicht nochmal das scheiß Level anfangen, weil du runtergefallen bist, nee, ich spule 10 Sekunden zurück und mach nochmal weiter. Die Story war schön, es hat einen coolen weiblichen Sidekick, der auch wirklich mal besser geschrieben war und interessanter als sonst was sonst so hier, Damsel in Distress war total nett, die Grafik war toll, Musik war wunderschön, einfach ein super Spiel, also die Serie insgesamt, aber vor allem Sands of Time und die beiden Spiele, die nachgefolgt sind. Das ist so, habe ich ganz, ganz, ganz positive Erinnerungen dran. Auch an diese Art. Und ich mag auch diese Spielphilosophie, die dahinter steht. Und auch, ich mache den Jordan Mechner als Person gerne und als Game Designer gerne, weil er viele Sachen anders gemacht hat, aber sehr cool. Und deswegen ist da noch Prince of Persia mit drin. Und das dritte wäre Silent Hill. Und Silent Hill steht auch ein bisschen auch hier wieder stellvertretend für andere Sachen mit. Natürlich einmal selber, Silent Hill gerade 1 und 2 sind sehr toll. Die Serie selber hatte Höhen und Tiefen. Aber die ersten zwei sind sehr, sehr klasse. Und es steht aber auch ein bisschen für das alternative Modell der Survival-Horror-Spiele abseits von Resident Evil für mich. Während Resident Evil halt der Blockbuster Hollywood Verschnitt war, was ja nicht schlecht sein muss, aber steht Silent Hill ein bisschen für manchmal mehr vielleicht einen Psychological-Horror-Ansatz, für ein bisschen alternative, bisschen mehr Indie-gefühlte Richtung von solchen Spielen. Und das habe ich immer im Zweifelsfall noch ein bisschen lieber gemacht. Das hat mich mehr fasziniert, hat mir mehr Spaß gemacht und waren oft die interessanteren Spiele, vielleicht nicht unbedingt die besseren Spiele manchmal, aber die interessanteren Spiele oft. Und jetzt muss ich eine Sache von den drei Sachen wählen und ich wähle Prince of Persia fällt raus, Silent Hill, Unreal Tournament. Ich nehme Unreal Tournament. Und ich muss auch nochmal sagen, ich habe es eben mit der Nostalgie erklärt, aber wie viel überraschend viel Spaß nochmal Quake, wie heißt das neue Quake? Arena, wie heißt das? Quake Champions und auch das andere Unreal Tournament, haben wir es nicht auch nochmal gespielt? Oder haben wir nur Quake Champions gespielt? Ich glaube, wir haben nur Quake Champions gespielt. Aber was für ein geiler Abend das war, oder zwei Abende, die wir dann nochmal hatten. Sofort wieder machen. Das war so ein Riesenspaß. Unglaublich. Also man hat gemerkt, das Game, das Design, die Idee dahinter ist immer noch, auch heute noch gut, auch wenn das Genre an sich jetzt nicht mehr so eine Art existiert. Das ist halt Battle Royale eben das Ding, was wahrscheinlich vergleichbar ist mit Arena-Shootern in den 90er Jahren, ist jetzt Battle Royale. Aber es hat auch heute noch super Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden und fühle mich sehr wohl mit einem Returnament in meiner Liste. Und ich muss noch was killen. Dann killen wir hier noch ganz schnell. Dann kill ich Metal Gear. Das habe ich nie verstanden. Das wollte ich killen. Ich hatte so viel Hass schon in mir. Ich hatte schon so viel Hass vorbereitet. Ich habe keins so richtig. Davon gespielt. Ich habe. Haus raus. Das wirkt so abstrus und
Und vielleicht ist es dann auch, weil ich da nicht im Clubhaus sitze mit den anderen coolen Kids, die das geil finden. Ich habe es damals verpasst und das fehlt, glaube ich, ein bisschen. Und man muss, glaube ich, das so miterleben, um das cool zu finden. Aber als Außenstehender wirkt das halt völlig bizarr und absurd teilweise, was in dieser Serie passiert. Und ich sag dir auch, warum. Weil das ich kann damit nichts anfangen und deswegen bin ich nicht mit dabei und deswegen wurde es jetzt von mir gekillt. Ja, weil es nämlich viel zu sehr auf seinen eigenen Auteur fixiert ist. Hideo Kojima, der große Mastermind und was der sich ausdenkt, auch wenn die Hälfte irgendwelche vulgärer Unsinn ist und vielleicht einiges Intelligentes dabei ist, fürchterlich. So. Und die richtigen coolen Auteure, die werden dann nämlich nie gelobt wie Lucas Pope. Geht immer nur um David Cage und Hideo Kojima. David Cage wird aber auch eher... Alles von David Cage kann weg. Ja. Oh, da gab's hast schon reingeschmissen oben? Ich habe schon reingeschmissen hier oben, Metal Gear, in die Killliste. Ah, was nehme ich denn jetzt noch als letzten Kill? Fritz ist auch erstmal dran mit seinem letzten Pick und seinem letzten Kill. Ja, hier wurde im Chat auch schon geschrieben, von wegen niemand nimmt Nier. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich Nier nehme. Aber jetzt Nier so nicht. Beim letzten... ich könnte jetzt irgendwie so ein bisschen so ins Prätentiöse gehen und dann so, ja, Dishonored muss man ja, oder hier Shadow of the Colossus muss man ja, der Spielejournalist in mir müsste ja, und dem sage ich aber, du kannst mich mal am Arsch lecken, ich nehme Gears of War. Ja! Weil wenn ich überlege, wenn mir jemand sagt, hey, hier ist Gears of War, willst du spielen? Ich könnte mir keine Situation im Leben vorstellen, wo ich sage, nein. Also ich könnte es instant immer spielen. Du legst es rein, es ist sofort fun. Also es ist sofort geil. Und ja, es mag sieben Teile schon, ne? Oder wie viel? Ja. Sieben Teile. Selbst der schlechteste Gears of War Teil ist immer noch ein geiles Spiel. Es macht sofort Spaß. Es macht es ist stumpf von mir aus. Aber es ist in seiner Stumpfigkeit genial designt. Also muss man wirklich echt mal sagen, Hut ab. Und von daher, also einfach mal, fuck it, Spiele sollen ja auch Spaß machen. Also ja, Gears of War rein. Hervorragend. Und jetzt das absolute Gegending, wo mir immer gesagt wurde, von wegen, oh ja, das ist ganz toll und das ist ein tolles Spiel und hier, das ist der große Name, Sonic. Sonic gehört sowas von in die Mülltonne und zwar jedes. Was für ein überschätzter Mist. Seit über 30 Jahren wird diese Serie mitgezogen. Furchtbar. Von Anfang an eine Fehlkonstruktion in seinem Design. Bei Sonic geht es ja immer darum, hohe Geschwindigkeiten. Mit hoher Geschwindigkeit durchs Level rasen. Aber diese Level haben 1000 unterschiedliche Ebenen und Ecken, wo du hin musst. Und wieder zurück. Und tralala. Und wenn du halt dein Level clearen willst, mehr oder weniger, also überall hin und alle Ecken, dann bist du nicht schnell unterwegs, sondern fängst immer an, so ein bisschen zu laufen, bleibst stehen, springst irgendwo hoch, gehst wieder zurück. Und das Weltdesign hat nie wirklich für mich mit dem Kern-Gameplay-Design zusammengepasst. Und dass dieses Sonic, wie heißt das neue? Dieses Sonic 3D-Spiel jetzt hier, das Sonic Open-World-Spiel, was echt aussieht wie von vor drei Generationen rausgekommen, technisch sowas von durchwachsen ist, Sichtweite 5 Meter hat, dass das jetzt so unglaublich erfolgreich ist und so gefeiert wird und so wahnsinnig positiv aufgenommen wird, zeigt auch an welchem Bodensatz des Spieldesigns diese ganze Serie und damit auch die Fans seit Jahrzehnten nagen mussten. Jetzt kriegen sie mal ein Spiel, was nicht absoluter Rotz ist und sie rasten völlig aus. Sonic Frontiers. Das ist so gerade so okayisch, aber schon in der zweiten Welt denkst du dir so, ey, sag mal, ihr macht jetzt hier alles nur noch mal in einem anderen Grafikset, nochmal absolut das Gleiche und danach werden auch noch die Grafiksets echt hässlich und es ist schon kein schönes Spiel, um anzufangen und das geht halt durch die Decke wie sonst was. Also es ist halt so außerordentlich positiv bei Steam und so. Und da denke ich halt so, wow, das ist ja wie, als hätte man die ganzen Sonic-Fans 20 Jahre lang im Keller eingeschlossen und jetzt kriegen sie das erste Mal ein Bild, weiß nicht, von einem Horizont zu sehen und denken halt so, das ist ja das Geilste ever. Oh, es verratet ihnen nicht, dass es draußen einen echten Horizont gibt. Also, so niederschmetternd die Begeisterung zum Teil für diese Serie. Furchtbar. Was für ein absolutes Fehldesign von Anfang an. Und dass es immer noch mitgeschleppt wird, ist schrecklich. Raus damit. Kill it. Kill it with fire. Wir haben es gekillt. Sehr gut.
Das wird richtig gut. Die Kills werden gut. So, jetzt kommt der Overkill. Jetzt scrollen wir einmal noch ganz kurz runter. Ich würde gerne wissen, was dieses Pentagramm unten rechts noch ist. Was ist das? Das würde ich auch gerne wissen, was das ist. Keine Ahnung. Vielleicht weiß der Chat Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ja, braucht man eh nicht. Egal. Also, ich habe mich entschieden. Nachdem ich jetzt ja auch mir keiner mehr was reinwürgen kann oder so, jetzt bin ich eh der Letzte, würde ich es gerne umdrehen. Ich würde gerne den Kill zuerst nennen und dann auf einer positiven Note enden. Und ich würde mich gerne dem Kill zum einen von der Genre-Seite und zum anderen von der musikalischen Seite nähern. Also das Genre ist das JRPG. Da habe ich jetzt zur Auswahl Final Fantasy, Dragon Quest und Kingdom Hearts, zumindest was ich jetzt hier so sehe. Final Fantasy habe ich zumindest ein Herz für Teil 7 und auch für Teil 6, soweit ich es gespielt habe. Und ich bin da auch nicht mit jeder Entwicklung einverstanden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich nochmal das Remake vom 7er spielen werde und dass ich, wenn ich überhaupt mit einer von den Franchises mal irgendwas mit anfangen kann, dann höchstens nochmal mit Final Fantasy. Mit Dragon Quest nicht. Ich mag aber diesen sehr cartoonigen Charakter und ich glaube, dass das einfach eine renommierte Serie ist, die man sehr liebt, wenn man JRPG-Fan ist, der ich nicht bin, aber ich glaube, Dragon Quest, dem muss man jetzt nicht unbedingt wehtun. Deswegen möchte ich gerne mit Anlauf Kingdom Hearts wehtun und zwar aus mehreren Gründen. Punkt 1, JRPGs sind für mich sowieso schon eigentlich unspielbar, weil diese Art des Kampf- und Spieldesigns und egal wie toll oft die Geschichten dahinter sind, egal wie cool oft die Charaktere geschrieben sind und besser als bei westlichen Rollenspielen, respektiere ich alles. Ich kann nur diese Kämpfe nicht ertragen. Ich kann bei den meisten JRPGs oder so, ich kann schon die UI nicht ertragen, wie die Schriftart gewählt ist. Es geht überhaupt nicht. Und bei Kingdom Hearts kommt dazu, du nimmst einfach alle Disney-Universen, kübelst die da rein, baust da so ein Metaverse drum, was keiner kapiert, was keiner nachvollziehen kann, was, auch wenn du Disney-Fan, auch wenn ich kann Fan von Löwenkönig sein, von Eiskönigin, von Captain Hook, von Mickey, von Donald, von Goofy, und es ist ja schön, dass die nirgendwo mehr auftauchen, außer in Kingdom Hearts spielen, aber die kübel dich nicht zusammen in ein Spiel und das dann irgend so ein sonst was für einen mit so einem riesigen Schlüssel da durchrennen und irgendwas erleben, was kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Wie viele YouTube-Videos gibt es, die einem nur erklären wollen, was bei Kingdom Hearts passiert ist? Ja, interessiert mich nicht, was da passiert ist. Das, wieso können die Spiele das nicht erklären? Wieso muss ich da, wie viel... Du kannst nicht mal den Titel mehr aussprechen von einem Kingdom Hearts-Spiel. Und dann traust du dich und spielst mal ein Kingdom Hearts-Spiel und dann gehst du in den ersten Kampf und wenn du auch nur irgendwie einen Bruchteil musikalisches Verständnis hast, dann schaltest du in dem Moment aus, weil jeder Kampf in Kingdom Hearts hat die gleiche Musik, auch wenn sie jedes Mal anders ist. Da steckt doch überhaupt keine Komposition dahinter. Das ist wie so Chiptunes Mitte der 80er, die irgendeiner, der hat drei Töne ineinander gehängt, hat sich gedacht, okay, ist eine geile Melodie, jetzt brauche ich aber noch 600 Töne. Ja, dann spiele ich einfach alle Töne einfach irgendwann mal. Furchtbar. Das muss alles weg. Wir haben uns gerade erst langsam warm gespielt hier. Oh. Das habe ich das Gefühl. Geht überhaupt nicht. Ein echt Multiversum-Spiel mit eigentlich netten Charakteren aus dem Disney-Universum, die alle kaputt gemacht werden mit der Musik und als JRPG. Also eigentlich kann man sich nicht schlimmer basteln. So, deswegen ab in den Kübel damit. So, und jetzt das Gegenbeispiel. Wie muss Musik in Spielen funktionieren? Das hat eine Franchise geschafft und hier sind zwei zu sehen. Es ist natürlich Guitar Hero und Rock Band. Eigentlich hätte ich Guitar Hero picken müssen, aber ich bin jetzt doch auf Rock Band geschwenkt, weil ich glaube, dass Rockband, auch wenn es nur eine kurzlebige Sache war, die dann wieder verwässert wurde, wo so viel kaputt gegangen ist wieder. Und wie natürlich will man sich nicht 600 Plastikinstrumente ins Wohnzimmer stellen, dass sie da nicht irgendwie einfach ein Produkt draus gemacht haben, wo du dir einmal ein Instrument kaufst oder wo es halt von jedem großen Instrumentalisten von mir aus die eine Signature-Edition gibt, die dann auch jetzt von mir aus auf der PS3, 4, 5, was ich über Bluetooth, könntest du dir alles machen, die dann einmal funktioniert, dann pickst du dir ein Instrument, dann werden wie bei Beat Saber, werden einfach die Songs nachgeliefert, die kannst du dir dann kaufen, wenn du möchtest. Ich glaube, du lernst mit Rockband, wenn du das ernsthaft machst, lernst du den Spaß daran, in einer Band zu spielen. Und das lernst du nicht mal im Musikunterricht bei Tante Käthe, die dir das Klavierspielen versucht beizubringen. Nee, das lernst du beim Rockbandspielen, weil du da merkst, wie das ist, wenn du da was machst und das klickt mit den anderen zusammen in der Band. Und als dann noch Beatles Rockband rauskommt, damals, die Jüngeren von euch fragen sich vielleicht, wer waren die Beatles, könnt ihr mal nachschlagen, waren auch nicht so schlecht, wo du merkst, da haben die Macher zusammen mit den Künstlern oder zumindest den Nachkommen und den Vertretern haben da wirklich so ein einzigartiges Ding geschnürt, wo du dir
die Sachen wirklich drauf schaffen kannst. Oder sogar als Musiker, wenn du das spielst, verstehst du die Songs danach 100-mal besser. Was passiert da? Was singen die da? Wie machen die das? Was spielt der Schlagzeuger eigentlich? Wie geil ist eigentlich die Bassline von Something, von den Beatles, wenn du die selber mal gespielt hast? Unglaublich. Muss eigentlich jeder mal gespielt haben, hat natürlich niemanden interessiert damals. Doch, ich habe sehr viel gespielt. War super. Ja, deswegen ist das jetzt mein letzter guter Pick. So, und jetzt würde ich dich bitten, bevor wir jetzt abschließen, zoom mal bitte so nah ran, damit ich unsere drei screenshotten kann. So, unsere drei und die Killliste, würde ich sagen halt. So. Ja, aber die Killliste, die wird dann wieder, wenn ich da jetzt einen Tweet draus mache, dann wird der wieder falsch verstanden. Und vor allem kannst du ja rauskopieren, was du möchtest. Ich habe jetzt schon reingezoomt, oder? Passt so? Ja, ich hoffe, oder möchtest du mehr noch weiter zoomen? Nee, es passt. Ach so, jetzt macht der da unten das. Kannst du das vielleicht machen, einen Screenshot? Weil bei mir blendet dann unten die. Oder scroll mal rauf, lass die Killliste raus, dann habe ich da unten sonst diesen schwarzen Balken drin. Und dann stelle ich die nicht bei Twitter rein und die Leute können wählen. Warte mal, es ist gerade noch Artefakte drin. Dann können die Leute nämlich wählen. Ja, aber lass mal, um das alle auf einen gehen. Wir können ja den Twitter und das YouTube-Video, lass mal auf einen Poll machen dann. Wie meinst du? Straw Poll oder so. Wie meinst du, alle auf einen gehen? Naja, dass wir halt nicht jetzt bei Twitter einzeln abstimmen, sondern dass wir praktisch einen Poll machen, den die Leute auf unserem Discord, einen Link, der zu einer Umfrage führt. Jetzt nicht verschiedene Umfragen, weißt du, ich meine? Ach so. Obwohl, ja, weiß ich nicht. Twitter, das kann man ja zusammen kumulieren, das ist doch. Ist okay, dann mach du dein Twitter-Ding und wir machen mit dem Rest irgendwie was anderes. Genau. Weil jetzt zum Abschluss, wir sind am Ende, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr unterhaltsam und lustig. Sehr schön. Ja. Was ich halt jetzt gerne noch machen würde, nur so als Bonus halt, dass ihr nochmal ein bisschen abstimmen könnt. Wir laden diesen Teil nochmal auch getrennt auf YouTube hoch für sich als einzelnes Video. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gewählt hättet, was ihr toll fandet, was wir vielleicht komplett übersehen haben, sowohl als Pick als auch als Kill. Und wir werden eine Umfrage verlinken und dann könnt ihr sagen, was ist denn die beste Liste von Fritz, von Daniel oder von mir? Oder ist die Kill-Liste vielleicht das Beste? das inkludieren wir da mal und dann könnt ihr euch da auch noch mal mit beschäftigen. Die Tierliste, also die Kill-Liste habe ich jetzt aber nicht gegrabt oder soll ich die auch noch grabben? Wie du möchtest, mach was du willst auf deinem Twitter. Du und Elon Musk, da ihr beiden. Auf meinem, ich mach's ja wenn dann auf dem GameTube-Twitter. Ja, aber ich meine, Twitter an sich ist so dein Ding. Was ist denn dann dein Ding? Machst du dann Discord und so? Erst klären wir dann noch. Aber ich meine so als Twitter, ich finde Twitter unangenehm als Plattform. Das ist eine andere Geschichte. Na gut. Ja, deswegen cool. Sage ich, es ist dein Twitter. Du und Elon Musk, ihr macht euer Ding auf Twitter. Na gut, dann, das war sehr, sehr spaßig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir was Ähnliches mit einem anderen Thema, vielleicht mal was Spezifisches nochmal machen. Politische Parteien zum Beispiel. historische Jahre von 1990, von 1900 bis 2000. Uhrzeiten. Das gibt wirklich oder, gute Sachen. Oder Apfelsorte. 9:12 Uhr, top. Nee, ist echt schön. Ja, okay. Also ich finde, ich habe auf jeden Fall verdient gewonnen. Bei mir ist. Du bist, ich finde, Martin, du hast ein bisschen so ein, ja, natürlich pickt man das. So. Ich habe meine Favoriten genommen. Ich stehe hinter jedem Pick 100% bei mir. Es ist nicht so jetzt einfach, komm gut an, das ist beliebt. Ich stehe bei mir hinter jedem Pick 100% fantastische Spiele. Damit, mit diesen 10 Franchises kannst du mich auf die einsame Insel schicken. Gut. Wenn euch dieses Format gefallen hat, über das Fritz und ich heute selbst überrascht waren, dann bitte, wenn das Video jetzt in wenigen Tagen dann auch bei YouTube landet, bitte sagt uns das da gerne in den Kommentaren, weil wir sind ja Kommentaren gerade ein bisschen am Ausloten. Was gefällt euch denn richtig gut? Was macht uns denn am meisten Spaß? Was wollen wir denn in der Zukunft mehr und was weniger machen? Ich denke, dieses Format wird eher in die Kategorie gern öfter machen, reinwandern. Aber sagt uns das bitte gern und dann schauen wir weiter. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Ich habe geschaut, ich kenne niemanden, den wir raiden könnten. Dann lassen wir es. Aber der Fritz will doch jetzt eh noch. Ach so, spielst du noch Bolt Gun? Nee, jetzt ist dann auch zu spät. Ich muss mal schauen, dass ich, je nachdem, ob wir am Mittwoch, ob jemand von euch am Mittwoch Zeit hat für entweder Dead Space-Aufnahme oder Resident Evil-Aufnahme, davon abhängig würde ich machen, ob ich am Mittwoch dann vielleicht nochmal Solo-Stream mache und das, das Warhammer Bolt Gun spiele, weil ich da eine Vorschauversion mit 3 Level habe. Dann könnten wir uns das anschauen hier. Aber nur mit dem Tipp an die Zuschauer.
Ich habe ein Video dazu gesehen, das sieht fantastisch aus. Ich finde, das sieht voll super aus. Ja, cool. ja, das ist auch, das ist großer Spaß. Also es gibt ein paar Sachen, die mir ein bisschen Sorgen machen, aber das ist sehr cool. Also das ist ein ziemlich cooles Ding. Also ihr werdet sehen. Genau. Wir werden diese Woche mindestens einmal entweder Resident Evil oder Dead Space aufnehmen, vielleicht sogar beides, vielleicht gibt es auch dann den Boltgun-Stream. Ihr werdet es erleben und ja, wir gehen jetzt ins Bett, oder? Ja. Also jeder in seins. Es ist. Gute Nacht. Und ihr also. Neues. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.